man hört uns. Das ist doch super. Wir haben auch super Kollegen, die uns die ganze Zeit zur Seite stehen und sagen, wenn was nicht läuft. Naja, wie dem auch sei. Hier sind es noch 7 Minuten bis Anpfiff. Wir fangen jetzt mal an mit der Aufstellung unserer Viktoria. Im Tor Ben Voll. Die Dreierkette davor. Chris Krieger, Moritz Fritz und Lars Dietz. Davor von links nach rechts. Simon Handle, Patrick Sontheimer, Hamza Sagiri und Paco Koronkiewicz. Auf der 10 Mike Wunderlich. Und der Doppelsturm bilden heute Robin Meissner und Simon Steele. Auf der Bank noch Elias Börtner, Niklas May, Michael Schulz, Jamil Siebert, Florian Heister, Kevin Langford, Luca Maseida, Marcel Risse und André Becker. Ja, Henrik, und uns gegenüber steht wahrscheinlich eine Mannschaft, die genauso wie wir mit Dreierkette erwartet wird. Wir haben bei den Wiesbadenern, auch wenn es ihr gerade jetzt ein bisschen lauter hört, wie ihr mitbekommt, wir haben bei den Wiesbadenern im Tor Liska, Arthur Liska. Dann haben wir eine Dreierkette, besteht aus Mockenhaupt, Gülenleyen und Rheintaler. Auf der rechten Seite Hoppel, auf der linken Seite Eze. Eine Doppelsechs, bestehend aus Jakobsen und Tafferzhofer. Auf den beiden offensiven Halbpositionen Hollerbach und Wurz. Und vorne drin der Mann, der so ein bisschen der Zungenbrecher der Mannschaft ist, Ivan Pretajen. Vorne drin auf der 9. Auf geht's, Jungs. Da würden wir uns auch mal anschließen, allerdings für die andere Mannschaft. Die Mannschaften sind jetzt gerade noch nicht rausgekommen. Wir haben jetzt 5 Minuten vor Spielstart. Wir können ja mal sagen, Henrik, wir haben wunderbare Plätze hier. Ja. Auch wenn wir genau in der Sonne sind, aber ich glaube, so das schön sitzt man. Ich glaube, nur im Renner-Energiestadion sitzt man so schön. Und so nah vor allem. Ich glaube, so nah waren wir noch nie dran am Spielgeschehen. Da wie würdest du, wenn wir einmal so nah dran sind, wie würdest du den Rasen beschreiben? Ich würde sagen, ausbaufähig. Ja. Einige Unebenheiten zu erkennen. Sollte aber eigentlich trocken bleiben heute. Aber das ist dritte Liga. Ja. Und ich meine, wir waren ja eben auch einmal ganz kurz unten. Ich meine, so neben dem Platz, das kannst du manchmal nicht so ganz vergleichen. Aber der Rasen sah schon jetzt nicht so aus, als würde man da gleich Champions League drauf spielen. Aber er riecht fantastisch. Ja, ey. Sagen. Als ich durch den Spielertunnel gegangen bin, da hätte ich auch Bock, heute zu kicken. Und jetzt erstmal Rammstein. Aber Henrik, ehrlich gesagt, ohne dir was zu wollen, aber wenn du sagst, du würdest gerne spielen, dann bin ich schon ganz froh, dass du hier gerade neben mir stehst. Ich hoffe, dass die 11 Jungs, die bei uns heute am Platz stehen, angeführt, du hast es gesagt, von Chris Deger, heute ein bisschen eine andere Leistung zeigen. Ja, muss. Wir sehen Sot Jong zum Beispiel heute nicht mit dem Kader. Ich weiß gar nicht, was mit dem Jungen ist. Du, wenn du zuhörst, gute Besserung, viel Spaß, wie auch immer. Können wir euch jetzt leider auch nicht sagen, was der liebe Junge hat. Aber immerhin, wir haben André Becker auf der Bank. Also ich glaube, so eine Waffe muss man erstmal draußen lassen können. Gerade bei so einem Spiel. So, liebe Leute, wir sind gerade aus dem Stream geflogen. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder zu hören. Tut uns leid, wir haben ja gerade ein paar Verbindungsprobleme. Das sollte aber jetzt hoffentlich wieder laufen. Ich habe doch noch nicht angefangen. Mannschaften formieren sich hier in der ersten Hälfte unsere Viktoria von links nach rechts aus unserer Sicht. Genau auf die Fankurve vom SVW in Wiesbaden. Die beste Bedingungen hier. Es ist trocken und angenehme 10 Grad. So, liebe Leute, wenn ihr gerade rausgeflogen seid, wir haben es auch gerade erst gesehen. Wir hatten kurze Verbindungsprobleme. Allerdings läuft das Spiel jetzt wieder und es steht 0-0 natürlich. Ich habe auch gestanden. Jetzt setze ich mich erstmal, damit auch alle Leute was sehen. Und Henrik, das Spiel läuft und der erste Pfiff. Der erste Freistoß hier, 35 Meter vom Tor, halbrechte Position. Die erste Halbzeit wird präsentiert vom Oberwelt. Nach wenigen Sekunden leichtes Vergehen da. Mike Wunderlich dann noch im Gespräch mit Schiedsrichter Timo Ganzloweit. Oh, es könnte schon mal die erste gefährliche Möglichkeit hier geben. Ja, auch ein unnötiges Foul, ne? Unnötiges Foul. Wer steht da bereit für Wiesbaden? Ist es Brooklyn Eze? Ich glaube ja. Auf jeden Fall mit dem linken Fuß, also zum Tor hin, vor den Augen von Olaf Jansen. Schiedsrichter weist jetzt erstmal die Jungen in der Mauer, die nur aus Sontheimer besteht, parat. Der Ball kommt in die Mitte und Ben Voll faustet ihn raus, aber da ist Hollerbach mit dem Volley. Boah. Und nochmal Ben Voll. Und Ben Voll muss jetzt nochmal hin, aber da ist ein Kopfball und Moritz Fritz köpft den Ball erstmal raus. Und es ist die erste Ecke und auch die erste Chance in dieser Partie bei gerade mal genau 60 gespielten Sekunden. Und die erste Ecke für die Wiesbadener von der linken Seite.
Genau, die wird mit rechts zum Tor hin gezogen. Direkt erste Drangphase von Wien Wiesbaden, die im Heimspiel hier nichts anbrennen lassen wollen. Ecke wird jetzt gleich kommen. Von links mit rechts zum Tor hin. Kommt jetzt Richtung rechtes Fünfer-Eck, wird verlängert. Ja, wieder Moritz Fritz, glaube ich. Moritz Fritz, oder? Ja, ich glaube, da nee, der war ja ein Wiesbadener zuletzt dabei. Es gibt Abstoß. Aber ja, nicht mal zwei Minuten hier gespielt und Wiesbaden schon mit einer richtig guten Chance, wie Hollerbach den genommen hat da. Aus 20 Metern Direktabnahme, Ben Voll. Ich glaube, der Ball sieht auch einfach aus für Ben, aber der ist, glaube ich, schwierig zu nehmen. Deswegen gut, dass er da mit der Faust hingeht. Jetzt darf Ben einmal den Abschluss bringen und wir sind jetzt das erste Mal in der Wiesbadener Hälfte. Simon Schiele verliert den Kopf, das Kopfballduell, so kommt der Ball zu Hollerbach. Und dann sind wir jetzt schon wieder 25 Meter vor unserem Tor. Wurz, aber der bleibt hängen an Sontheimer. Zweiter Ball geht wieder zu Wurz. Wurz spielt den Ball rechts rüber zu Hoppel, der allerdings nicht mehr im Tempo. Bringt den Ball mit links jetzt in den 16er hinein, aber an Mann und Maus vorbei ins Tor aus. Und damit der zweite Abstoß für Ben Voll. Ja, müssen erstmal hier ins Spiel reinfinden. Wiesbaden macht das hier schon ganz gut. Spielerisch gelöst da im Zentrum. Ein paar schnellen Pässen direkt vorne drin. Sind nicht umsonst auf Platz 2. Da müssen wir heute besonders gut aufpassen. Abschluss jetzt kurz ausgeführt von Ben Voll zu Moritz Ritz, der jetzt weiter auf die rechte Seite zu Lars Dietz, der erfüllte Eckfahne. Ja, gibt es da den Einwurf von Victoria Glück gehabt. Ja. Wiesbaden läuft ja sehr früh an. Paco wird da 10 Meter von der Eckfahne entfernt. Von der rechten Seite. In der eigenen Hälfte. Also ich fast direkt an der Eckfahne, ne? Den Einwurf ausführen. Muss er eigentlich weit machen. Muss er ihn mal verlängern. Ja, wo wirft er hin? Müsste die Linie lang werfen. Hat jetzt noch keine Anspielstation. Und wirft dann ins Halbfeld zu Patrick Sontheimer. Der direkt mit dem Fehlpass. Wiesbaden am Ball mit Wurz ist das. Der zu Mockenhaupt. Wiesbaden jetzt in der Viktoria-Hälfte. Auf der rechten Seite. Ja, spielen den Ball jetzt hinten rum. Aber da haben wir den Ball sehr schnell wieder hergeschenkt, oder Besnik? Also ja, das geht wieder zu schnell. Die Wiesbaden natürlich mit sehr, sehr viel Druck. Allerdings schaffen wir es nicht, uns mal, auch wenn das Spiel jetzt erst 3 Minuten gespielt ist, uns mal ein bisschen abzusetzen, ein bisschen Ballkontrolle reinzubringen. Jetzt die Wiesbadener, jetzt mal angelaufen von Sontheimer. Und der holt sich den Ball, läuft über die linke Seite, wird da weggecheckt. Aber es gibt keinen Freistoß, sondern einen Einwurf für die Viktoria, weil da der Wiesbadener Spieler mit dem Ball ins Ausläuft, dem Sontheimer fällt. Wir sind so knapp 35 Meter, 30 vielleicht. Vom Tor entfernt auf der linken Seite, Simon Handle wird den Einwurf jetzt reinbringen. Rüber zu Simon Stehle. Ja, und auch er wird leicht gezogen, kommt an den Ball, der verspringt ihm. Und ja, da will ein Einwurf für uns, allerdings gibt es den für Wiesbaden. Und die machen das jetzt relativ schnell über Jakobsen, über Wurz. Jetzt auf der rechten Seite und der lange Schlag in den Mittelkreis. Hollerbach und der rutscht da aus und so Ballgewinn für die Viktoria. Dietz auf Koronkiewicz, jetzt in der eigenen Hälfte. Koronkiewicz läuft in Richtung Ben Voll. Und spielt ihn ja jetzt auch zum eigenen Torhüter zurück. Wir sind ja im eigenen 16er. Jetzt Moritz Fritz und das Anlaufen der Wiesbadener. Wahnsinn. Jetzt wieder zurück auf Ben Voll. Der lange, lange Ball in Richtung Mittelkreis. Kopfballduell Meißner. Ja, der bekommt den auf Stehle. Kann weiterleiten. Jetzt wieder die Wiesbadener. Aber der zweite Ball geht zu Mike Wunderlächeln. Der spielt den erstmal rechts rüber zu Paco. Kurz vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte. Und jetzt erstmal wieder zurück über Dietz und über Moritz Fritz. Ja, jetzt haben wir mal die Möglichkeit hier eine längere Ballbesitzphase zu haben und zu sortieren. Spielen den Ball jetzt auf die linke Seite. Wir sind in der Wiesbadener Hälfte. Ball kommt Richtung linkes Strafraumeck da, Richtung Robin Meißner. Kann nicht erreicht werden. Ball, ja, da 20 Meter vom Tor. Unzureichend geklärt von Wiesbaden. Sind jetzt auf der halblinken Position in der Wiesbadener Hälfte. 35 Meter vom Tor. Aber Wiesbaden kann sich das spielerisch schon wieder lösen. Aber Simon Handel geht da stark dazwischen. Jetzt Mike Wunderlich. Ja, spielt den Ball nochmal lieber zurück zu Patrick Sontheimer, der jetzt 40 Meter vor dem Tor, zentraler Position in der Wiesbadener Hälfte. Ach, und da ist doch keiner, Mann. Da wollte er den Ball in den Raum spielen, aber ja, Missverständnis mit Paco, der da nicht mitgelaufen ist. Aber ehrlich gesagt war das auch ein bisschen zu optimistisch gespielt. Den konnte er nicht erreichen. Jetzt ein bisschen hin und her hier im Zentrum. Schlussendlich der Ball von Chris Greger. Leider nur ins Seitenaus geklärt. Genau in der Mittellinie hier auf der rechten Seite. Gibt es da den Einwurf, Wiesbaden wirft den Ball zurück. Und aber Henrik, eine Sache, die wir eben schon angesprochen haben mit dem Rasen, da sind jetzt schon einige Jungs ausgerutscht. Ne? Also wir haben eben Hollerbach gesehen und auch Mike Wunderlich. Hoffentlich wird das kein zu großer Faktor für das Spiel. Ja, man ist ja recht trockener Rasen, nicht wie in Osnabrück, wo der Ball teilweise liegen blieb und für Gefahr gesorgt hat. Aber hier die Unebenheiten nicht zu übersehen. Wiesbaden jetzt auf rechts in der Viktoria-Hälfte, spielen sich da klein den Ball zu. Ja, das zweite Mal mit der Hacke gespielt hier von Roppel war das. Ja. War jetzt in der Wiesbadener
Hälfte, aber wir können uns nicht so richtig befreien. Na, jetzt vielleicht mal. Bisschen Getümmel im Strafraum, sage ich schon, im Mittelkreis. Und schlussendlich kriegen wir den Einwurf aber hier nach 7 gespielten Minuten. Genau, der Ball geht über die Bank, über unsere Bank. Olaf Jansen steht davor, nimmt jetzt einen Schluck leckeres Brola-Wasser, während Simon Handel gleich einwerfen wird. Wir sind so knapp 7, 8, vielleicht 10 Meter von der Mittellinie entfernt, noch in der eigenen Hälfte. Jetzt der lange Einwurf in Richtung Stehle, aber ja, da leider doch zu lang. Und so kommt der Ball zu Max Reintaler in die Dreierkette der Wiesbadener. Und sofort der Blick wieder nach vorne über die rechte Seite. Über Jakobsen geht der Ball erstmal zurück auf Mockenhaupt, der zu Gürlien. Und es ist tatsächlich eine Dreierkette bei den Wiesbadenern, so wie wir es auch uns gedacht haben. Hoppel jetzt auf Mockenhaupt und der lange Schlag in Richtung Viktoria-Verteidigung. Moritz Fritz, erster Ball, zweiter Ball Sagiri, wieder mit dem Kopf. Der dritte Ball gehört dann wieder den Wiesbadenern. Da kommt auch wenig Gegenwehr von uns. Reintaler kurz vor der Mittellinie auf Tafferzofer, ins Zentrum zu Wurz, der sofort auf Hallerbach, der sehr viel Platz hat. Das dies geht jetzt mal dazwischen, aber weiterhin die Wiesbadener über Eze, 25 Meter vor dem Tor. Spielt ihn erstmal wieder zurück auf Reintaler, wieder kurz vor die Mittellinie. Der ins Zentrum in den Mittelkreis zu Jakobsen. Jakobsen in den Halbraum zu Tafferzofer, der auf Hollerbach angegangen von Korokiewicz und von Sontheimer. Und dann ja, soll es ein Foul gewesen sein. 25 Meter vor dem Tor, recht zentrale Position. Und da gibt es den Freistoß für die Gastgeber. Ja, richtig gute Position. Ich würde eher sagen, vielleicht sogar ja, 30 Meter eher. Aber den kann man nochmal direkt aufs Tor ziehen hier nach 8 Minuten. Ich muss sagen, wir lassen Wiesbaden hier ein bisschen zu einfach spielen. Die können sich uns total zurechtlegen und die Bälle da verteilen im Zentrum und auch recht unbedrängt spielen. Sontheimer konnte sich da auch nur mit dem Foul helfen. Okay, wir sehen jetzt gerade, Brooklyn Eze wird den Freistoß treten, aber so wie die Spieler hier angeordnet sind, wird er es wohl mit der Freistoßflanke versuchen. Macht auch mit links, ne? Mit links, ja. Vom Tor wegziehen wird er den Ball. Die Spieler werden gleich einlaufen. Ball ist freigegeben, aber noch nicht ausgeführt. Ball kommt jetzt Richtung rechtes Fünfer-Eck. Ja. Aber da ist Lars Dietz, der den Ball gut klärt. Jetzt müssen die Jungs mal schnell rausrücken, was sie auch tun. Trotzdem weiterhin Wiesbaden am Ball mit Hoppel da auf rechts. Ja, kann sich da viel zu einfach durchsetzen gegen zwei und Ball. Der Ball hoppelt da durch. Ja. Hoppel und Hoppel. Und der Ball geht übers Tor. Aber ja, das ging auch wieder zu einfach da über rechts. Ich finde, es wirkt manchmal so, man will hinten rausspielen, aber irgendwie dann wenig zielstrebig. Also jetzt auch gerade Sontheimer, ne, ein Kontakt und der Ball ist wieder weg. Jetzt hatte ich jetzt nicht noch was zu meckern. Parteien ist da. Der steht so hoch schon. Das ist Wahnsinn. Also hier wirklich mit drei Mann da kurz vor der 16er-Kante. Ball geht auf die linke Seite zu Chris Kreger. Der schlägt ihn erstmal weit nach vorne. Das kennen wir. Und Ballverlust kennen wir auch. Allerdings zweiter Ball bei der Viktoria. Sontheimer im Mittelkreis. Und jetzt der Blick nach vorne. Und jetzt der Pass nach vorne zu Paco. Und der im Laufduell mit Eze. Der kommt an den Ball. Ist im 16er. Fällt. Aber kein Elfmeter. Das war zu einfach. Und Eze hat den Ball, schlägt ihn erstmal ins Zentrum. Der ist zu lang für seine Mitspieler Chris Greger auf Sontheimer. Und erstmal geht es wieder hinten rum. Aber wir haben das erste Zeichen gesetzt. Wir sind da. Jetzt Mike Wunderlich, halbrechte Seite, kurz vor der Mittellinie. Mit wieder einem langen Ball in Richtung Robin Meissner. Aber ein bisschen zu lang, Gute Idee, finde ich. Ja. Hatte da mal ein bisschen Platz, Mike Wunderlich. Und hätte Meissner den erreicht, hätte ihn gut ablegen können. Für einen Direktschuss. Ja. Gute Idee. Aber man sieht, wie es heute gehen soll. Also mit langen Bällen in die Schnittstellen rein. Hat jetzt gerade mal nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube, die Bälle werden auch immer besser. Wir haben es gerade gesehen, Sontheimer guter Ball. Auch von Mike, der war gerade gut. Und jetzt erstmal der Aufbau der Wiesbadener über die eigene Dreierkette. Dreieraufbau jetzt im Zentrum Gürlien, so wie wir das kennen. Der mit dem Ball zu Petaien und der kommt sogar an. Und der Kroate fällt. Und es gibt da einen Freistoß für. Es war ein kleines Halt mit Moritz Fritz tatsächlich. Hat mir jetzt nicht so sehr nach dem Foul ausgesehen. Der fällt da relativ leicht, aber es gibt den Freistoß. Ungefähr gleiche Position, jetzt nur auf halb rechts, so wie bei dem Freistoß vorher. Jetzt Sontheimer da im Wortgefecht mit Jakobsen, glaube ich. Ja, wird er erstmal vom Schiedsrichter da zurückgewiesen. Freistoß also für die Wiesbadener knapp. Hendrik, würdest du sagen 30 Meter? Ja, ich würde sagen 30 Meter und das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte Freistoß. Ich muss sagen, Wiesbaden macht das auch geschickt. Schiedsrichter pfeift ja auch sehr schnell, muss man sagen. Ball wird von Wurz jetzt getreten, von der halbrechten Seite mit rechts. Ja, vom Tor weg eher. Wird den Ball ziehen. Richtung linkes Fünfer-Eck. Ball wird immer länger. Lars Dietz kann den Ball noch klären, aber immer noch Gefahr im Strafraum hier am rechten Fünfer-Eck. Und Hamza. Ein Gewusel, aber Hamza Sagiri kann den Ball rausklären. Dass dann hinten nur noch Sascha Mockenhaupt bei Wiesbaden jetzt angelaufen wird von Sontheimer. Mockenhaupt schlägt den Ball Richtung Viktoria-Strafraum. Fritz klärt, Ball jetzt, halblinker Position, immer noch in der Viktoria-Hälfte, nahe der Mittellinie. Oh, und Robin Meissner, ja, da im Duell, aber kann sich da nicht durchsetzen.
Macht Jakobsen auch gut, ne? Also ja, macht an, links vorbei gut. zu gehen, geht rechts vorbei und Meißner spekuliert natürlich über, ja, auf diesen Ball an der linken Schulter vorbei. Jetzt die Wiesbadener halbrechte Seite, Taffertshofer auf Hoppel, der schlägt den Ball über Stehle. Mockenhaupt, hohes Bein, aber dabei kommt an bei Hollerbach. Und Hollerbach im Duell mit Fritz hat er keine Chance, sondern da kommt Greger zur Hilfe, holt den Ball und schlägt ihn in Richtung Mittelkreis zu Robin Meißner. Der lässt sich auf die rechte Seite fallen, versucht jetzt den tiefen Ball auf Paco Koronkiewicz und der ist ein bisschen zu lang. Aber Paco läuft jetzt auch den Torhüter der Wiesbadener an und geht da nah dran. Oh, gut, sehr stark. Aber ey, er holt einen Einwurf raus, direkt an der Eckfahne. Also gutes Gegenpressing, jetzt auch gut von Paco gemacht. Ja. Es gibt einen Einwurf für unsere Viktoria. Es sind vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter, vielleicht ist es auch ein Meter. Von der Eckfahne entfernt, rechte Seite jetzt direkt vor unserer Nase hier. Das ist natürlich eine Sache von Paco. Und endlich mal alle Jungs in der Wiesbadener Hälfte. Das haben wir heute auch noch nicht gesehen. Also, schönes Bild. Jetzt alle auf dieser rechten Seite. Paco hat den Ball in der Hand. Ja, es kommt keiner kurz. Es wird ein langer Ball. Hamza wäre vielleicht frei. Kurz kommt jetzt Stehle, aber dabei geht er in den 16er in Richtung Moritz Fritz, der verlängert auf Hamza Sagiri. Hat mal am linken Fuß, will ablegen auf Sontheimer und dann ist Wurz da dazwischen. Und jetzt kommen die Wiesbadener mit zwei Mann. Oh, das wird die erste gelbe Karte des Spiels geben. In Ringermanier zieht da Lars Dietz die Nummer 18 Beteiligung von Wiesbaden. Also das war wirklich mit Ansage jetzt die gelbe. Ja. Ist da leider auch gestolpert, Dietz, und hat ihn da wirklich von den Beinen gezogen. Man kann auch sagen, taktisches Foul, ne? Weil den muss er legen. Die laufen mit zweimal Höchsttempo auf unser Tor zu. Also natürlich in Gefahr gebannt, aber na, so ärgerlich. Viele gelbe Karte. 13 Minuten und gezwungen durch den Platzfehler. Naja, Wiesbaden jetzt erstmal wieder im Angriff hier in der Viktoria-Hälfte, halbrechte Position, 40 Meter vom Tor mit Wurz. Da, oh, wird er gelegt von Sontheimer. Es gibt schon wieder Freischuss, also sehr zerfahrene Begegnung bis jetzt mit Vorteilen für Wien Wiesbaden, die hier erneut den Freistoß rausholen. Also wir kriegen die einfach dann nicht verteidigt im Zentrum. Ja. Da müssen wir ständig zu Fouls greifen. Jetzt aber fast an der Seitenauslinie der Freistoß. Und wir kennen das Thema, ja. Gelb gibt es nicht immer nur für hartes Foul, sondern auch irgendwann für die Summe. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwann mit drei Verteidigern gelb haben. Ja, Wurz wird auf jeden Fall den Ball treten mit rechts. Vom Tor weg, hebt jetzt den Armball freigegeben, Ball Richtung linkes Fünfer, Eck und da ist wieder ein Gerudel im Strafraum. Und Jakobsen am 16er, ja, muss ja nochmal zurück, Hollerbach, jetzt müsste die Viktoria mal schnell rausrücken. Ist immer noch Hollerbach, jetzt weiter zu Ise. Ja, verstolpern den Ball, deswegen Einwurf für unsere Viktoria. Ja, rechte Seite, Sache ja. wieder für Paco. Und da müsste jetzt mal jemand eigentlich mal die Linie lang gehen und wir sind ein bisschen unterbesetzt gerade. Ja, das Gefühl habe ich auch tatsächlich. Ball ist erstmal im Zentrum bei Sontheimer und der kann den wieder nicht so richtig kontrollieren. Hoher Ball, Taffertshofer mit dem Kopf auf Hollerbach. Und jetzt viel Platz im Zentrum für die Wiesbadener. Jakobsen, 40 Meter vor dem Tor noch. Also wir sind nicht ganz nah am 16er. Aber erstmal hinten rum, Hamza bleibt noch liegen. Ja, sitzt da. Also den Ball kann man jetzt ausspielen. Und das tun sie auch. Ja, also Hamza da im Kopfballduell, glaube ich, hat er einen abbekommen. Bleibt jetzt da, sitzt da, hält sich den Kopf. Ja, bei Kopfverletzungen ist es sehr sinnvoll sofort. Da sollte eigentlich auch der Schiedsrichter sofort abpfeifen. Ich glaube, die Regelung gibt es. Aber auch gut von den Wiesbadern, dass sie da den Ball fairplaymäßig rausspielen. Es gibt Einwurf jetzt für Paco, aber der geht jetzt natürlich wieder zurück zu den Wiesbadern. Und Lars Dietz wird nächste Woche fehlen. Fünfte gelbe Karte. Ja. Das wollten wir noch nachreichen. Ja, das tut weh. Das tut weh. Aber wir haben ja noch Jamil Sieber draußen unter anderem. Und Michael Schulz. Mal gucken, ob wir da heute einen von sehen. Jetzt sehen wir erstmal die Wiesbadener Verteidiger. Gürlien im Zentrum, jetzt klingelt es hier. Hoffentlich nicht im Kasten von Ben Voll. Erstmal holt sich da Chris Greger den Ball im Mittelfeld. Macht das gut und jetzt vielleicht der Kotter. Über Mike Wunderlich auf Simon Stehle, das ist kein Hand. Und jetzt der tiefe Ball auf Paco Konkiewicz im Laufduell mit Eze. Immer noch Paco, kurz vor dem 16er. Legt auf für Mike Wunderlich! Und die erste Viktoria-Chance und der Ball geht knapp über das Tor. Der erste Abschluss hier in Minute 16. Ja, Paco gefällt mir hier heute richtig gut bis jetzt. Sorgt immer wieder mit Sprints dafür, dass die Wiesbadener Verteidigung oder auch der Torhüter in Bedrängnis geraten und erzeugt damit ja die erste Chance jetzt, die erste richtige Chance für uns in diesem Spiel. Es könnte nochmal ein Faktor werden hier, dass wir über außen das Tempo nutzen und mitnehmen. Jetzt erstmal, ja, Mike Wunderlich köpft da den Ball nach vorne, aber da steht dann noch keiner. Wir müssen uns erstmal wieder formieren. Wiesbaden spielt den Ball jetzt in den eigenen Reihen, legt den Ball jetzt auf rechts, überqueren jetzt die Mittellinie, sind jetzt in der Viktoria-Hälfte, rechte Position. Sontheimer antizipiert da richtig gut die Situation und erobert den Ball, aber Mike Wunderlich verliert ihn wieder. Deswegen und Sontheimer jetzt von wieder. Das ist faul. Umgerissen. Ja. Kriegen den Freistoß hier, etwa 15 Meter vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte.
geschickt gemacht von Patrick Sontheimer, der ja hier schon ordentlich was zu tun hat mit den spielstarken Wiesbaden dann da im Zentrum, zusammen natürlich mit Hamza Sagiri, aber Sontheimer etwas mehr in der defensiven Rolle gefordert. Jetzt, ja, Simon Handel spielt ihn bei etwas blind nach vorne. Auf links, Robin Meissner war da jetzt auch nicht schnell genug. Ball jetzt zurück in der Wiesbadener Verteidigung mit Gulane, der jetzt weiter Wappenhaupt. Ja, die können sich da viel zu einfach durchspielen, oder? Ja, ja, sehe ich auch so. Jetzt wieder durchs Zentrum, Hollerbach, angegangen jetzt von Lars Dietz vor dem Mittelkreis und das geht viel zu einfach. Ball jetzt abgelegt auf Taffertshofer, der auf die linke Seite zu Eze. Wir sind 35 Meter vor dem Tor. Eze im 1 gegen 1 gegen Paco geht da ganz einfach rechts vorbei. Jetzt in Richtung 16er, nochmal ein Haken und der war dann zu viel und Hamza holt sich den Ball. Sontheimer und Mike Wunderlich, aber abgepfiffen. Hamza liegt da. Es war keine Vorteilssituation für unsere Viktoria und damit dann der Freistoß direkt vor unserem 16er. Und die Sonne ist wieder zurück, eben war sie mal kurz weg. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass wir das als Faktor nutzen für den gegnerischen Keeper, tatsächlich. Weil nicht, dass wir die Probleme in der zweiten Halbzeit haben und dann muss Ben irgendwie ja, einen Ball fangen, den er nicht sieht. Erstmal hat jetzt Chris Krieger den Ball bekommen, den er sieht und auch bekommt von Lars Dietz, spielt ihn in die Tiefe und das auch wieder zu kurz. Und damit Ballgewinn für die Wiesbadener, die jetzt einen Freistoß bekommen, okay. Nachdem Simon Steele da, ich glaube, Taffertshofer gefoult hat. Auch ein bisschen ungestüm davon Steele, oder? Ja, ein bisschen wild gerade auch Simon gegen den Ball, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er will viel, aber die Wiesbadener, die stehen nicht umsonst auf Platz 2. Das bekommen wir heute echt zu spüren. Jetzt bekommen wir den Pfiff zu hören und einen Angriff der Wiesbadener oder der Spielaufbau über die linke Seite, Eze. Und ja, auch den verspringt mal ein Ball. Und damit gibt es den Einwurf für unsere Viktoria. Rechte Seite, Paco macht das. Spielt den Ball in die Mitte zu Sonti, der in den Mittelkreis zu Mike Wunderlich. Noch sind wir in der eigenen Hälfte. Allerdings, alle Mann laufen jetzt mit nach vorne und auch Wunderlich mit dem Ball über die Mittellinie. Das Tempo ist jetzt ein bisschen raus. Jetzt der Ball auf Handle wieder in die eigene Hälfte zu Chris Greger. Und jetzt geht es wieder hinten rum. Und wie schnell diese Wiesbadener da anlaufen, selbst bei dem Ball von Ben Voll. Ah, der kommt nicht so gut, aber auf den Kopf von Chris Greger. Und er spielt ihn auf Simon Handler. Er läuft jetzt die linke Linie runter. Schön mit der Hacke von Mike Wunderlich auf Simon Handler. Aber Mann, sind die schnell. Ja, selbst die Innenverteidiger von Wiesbaden hier, Gulane, unfassbar. Ich glaube, Hoppel war es gerade. Nee, Hoppel war es. Ja. Sie sind ein bisschen ähnlich, aber körperlich doch Unterschiede zu sehen. Ja. Was ich noch sagen wollte, körperlich sind wir auch irgendwie unterlegen, so wie es mir gerade scheint. Vor allem in der Offensive da. Wiesbaden da sehr ausgewogen aufgestellt. Hinten mit den 3 Türmen. Lass uns da wenig Luft, wenn wir mal den Ball haben sollten. Hier nach 20 gespielten Minuten war noch nicht so viel. Ja, jetzt haben wir ihn aber mal. Jetzt haben wir ihn mal über Steele, der da weiter auf Handel auf der linken Seite. Ja, wird er direkt wieder von 2 Leuten gleichzeitig bedrängt. Deswegen muss der Ball zurückgespielt werden. Jetzt zu Sonntag mein Zentrum, ja. Der dann in die eigenen Reihen den Ball kickt. Ball jetzt wieder bei Lars Dietz, der ja direkt auch wieder angelaufen wird hier von Hollerbach. Und Italien ist da, sind das, ja, und auch Wurz ist da. Da muss Chris Greger tief spielen zu Sontheimer. Macht er auch, aber dann der Ball zu Simon Handel. Der verliert ihn wieder. Ja, Moritz! Und Moritz Fritz mit der wichtigen Grätsche da, dass der Ball nicht durchgeht. Wiesbadener wieder mit 2 Kontakten fast schon wieder am Elfmeterpunkt. Aber jetzt können wir kontern vielleicht mal hier mit Patrick Sontheimer. Ja, wo ist das Tempo? Tempo ist raus. Sagiri wird den Ball wieder rumspielen. Ah, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Tatsächlich, aber das Tempo war zu schnell raus. Ich glaube, alle haben irgendwie gedacht, hier wird noch was abgepfiffen. So war mein Gefühl, wurde aber nicht. Und so spielen wir es hintenrum über Lars Dietz, der jetzt zurück auf Ben Voll, der da genau auf der 16-Meter-Linie steht, genau in der Mitte. Aber eine Sache möchte ich mir kurz noch sagen, dass Mike Wunderlich hier die ganze Zeit auf rechts außen unterwegs ist. Das wundert mich. Ich dachte, er wird heute auf der 10 spielen. Scheint nicht so zu sein. Ähnliches Bild wie gegen Saarbrücken, das ich auch kommentieren durfte. Da hat er dann auf der linken Seite größtenteils seine Räume gefunden. Und jetzt bekommt er den Ball auf der rechten Seite. Wie du es schon gesagt hast, jetzt im Duell mit Hollerbach, das geht viel zu einfach für den Wiesbadener und dann haben sie Agri, 2. Ball. Der 3. Ball geht wieder zu den Wiesbadern, die jetzt wieder einen Konter einleiten wollen, aber die Viktoria, ja, mit einem guten Stellungsspiel. Jetzt Max Reintaler, Jakobsen im Zentrum, der mich so ein bisschen an Kai Kliffig erinnert, also nicht nur optisch, sondern auch von der Spielweise her. Ja. Noch sind wir im Mittelkreis, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Gefahr gesehen, als dann am Ende da war oder als das, was die Wiesbadener daraus machen. Es geht wieder hinten rum über Ahmed Gürleyen. Jetzt ein 2er-Aufbau. Noch sind die Wiesbadener in der eigenen Hälfte. Jetzt kommt der Ball rüber zu Max Reintaler auf der anderen Seite des Mittelkreises. Jetzt wieder auf Gürleyen. Es ist kein so hohes Anlaufen von der Viktoria, aber trotzdem kommt der Ball auf die rechte Seite zu Hoppel mit der Brust abgelegt auf Mockenhaupt und der versucht jetzt Hoppel wieder mit reinzunehmen. Allerdings ist Greger da, haut den Ball erstmal hinten raus in Richtung
aus. Ja, und zuletzt war ein Wiesbadener dran. Nee, war doch Robin Meissner. Es gibt einen Einwurf für Wiesbaden. Oder Henrik? Ja, für Wiesbaden da. Genau zwischen Mittellinie und Eckfahne da von der rechten Seite. Ja, nee, muss er doch noch mal ein bisschen zurückgehen. Steht jetzt hier fast schon bei Olaf Jansen auf den Füßen beim Einwurf. Ja, tatsächlich. Und neben Olaf, ganz kurz diese Anmerkung, die Zeit müssen wir uns nehmen, sitzt Georg Koch, der gestern Geburtstag hatte. 51 Jahre alt geworden. Lieber Georg, alles, alles Gute. Bleib, wie du bist. Alles Gute an dieser Stelle an Georg Koch. Und ja, erstmal Wiesbaden jetzt hier wieder mit dem weiten Schlag. Aber Lars Dietz kann den Ball nach vorne köpfen. Ja, am Rheintaler dagegen Stehle klar im Vorteil. Trotzdem dabei jetzt bei Paco im Zentrum, in der eigenen Hälfte. Das Sontheimer, ja, kann den Ball dann nach vorne spielen. Boah, Stehle, ja, geht da zu Boden am Mittelkreis. Und da fällt Meissner auch noch zu Boden hier halb rechts. Ja, hier Stehle bleibt liegen. Es wird nicht gepfiffen. Der Schiedsrichter pfeift auch weiterhin nicht ab. Stehle immer noch nicht aufgestanden. Wiesbaden spielt einfach weiter. Stehle steht. Ja, es geht wohl weiter. Wiesbaden kann sich hier wieder durchkombinieren. Aber man muss sagen, mit dem Ball ist das noch gar nichts hier von unseren Jungs. Leider. Viel zu viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten. Wiesbaden jetzt mit dem weiten Schlag Richtung Fünfer. Chris Greger passt da sehr gut auf. Innenverteidigung steht heute prächtig. Mike Wunderlich jetzt mit dem Ball in die Mitte zu Stehle, ja, Ball sofort wieder weg. Und Benedikt Hollerbach für Wiesbaden am Ball jetzt mit Beteiligen, aber trotzdem verliert den Ball erstmal, aber Eze halb links, spielt den Ball im Zentrum, Taffertshofer, da ist Rheintaler. Also wie Wiesbaden das hier macht, ist echt beeindruckend. Mit ganz, ganz schnellen Kontakten können sie hier den Platz überbrücken. Aber jetzt mal, Robin Meissner, starke Balleroberung hier, aber hat da, wo ist der Rest vom Schützenfest? Ja, wo ist der Rest vom Schützenfest? Wir sind hier noch in der eigenen Hälfte und niemand ist mit nach vorne gelaufen. Da ist jetzt Mike Wunder. Ich muss wieder abbrechen. Wir spielen wieder hinten rum hier nach 24 gespielten Minuten. Also die Vorwärtsbewegung absolut unzureichend bis jetzt. Also wenn wir mal den Ball haben, wir haben jetzt mal ein und andere Mal einen schnellen Ballgewinn gehabt, aber da können wir nichts mit machen, wenn niemand mit nach vorne kommt. Wiesbaden einfach überall in Überzahl, egal wo, auf dem Feld. Ja. So kann es nicht gehen. Immerhin haben wir jetzt mal eine längere Ballbesitzphase, wollte ich gerade sagen. Mike Wunderlich verstolpert da schon wieder den Ball. Alter Schwede. Und im Gegenzug auch noch Sontheimer. Und jetzt kann Hollerbach frei aufs Tor zulaufen, auf den 16er eher gesagt. Drei Viktorianer noch davor. Moritz. Und Moritz Fritz kann den Ball noch blocken. Wie gesagt, die Innenverteidigung steht heute super. Ach und Mann, Mike Wunderlich ey. Mit dem nächsten Fehlpass. Der Ball jetzt Richtung Elfer, aber auch da ist Lars Dietz wieder da. Also es ist ein Fehlpass-Festival gerade. Aber jetzt haben wir den Ball. Simon Stehle kurz vor dem Mittelkreis. Aber auch da, es kommt keiner hinterher. Und so müssen wir es wieder hinten rumspielen. Aber Paco zu Moritz Fritz. Ich habe mich eben ein bisschen aufgeregt, weil Sonti den Ball relativ einfach im Zentrum verliert und das heute nicht das erste Mal ist. Also gerade im Zentrum, du hast angesprochen, die haben überall Überzahl. Ja. Aber im Zentrum verlieren wir so einfach die Bälle. Und jetzt gerade sehen wir, wir haben gar keinen im Zentrum. Ne? Also dieser Raum zwischen Innenverteidigung und Mittelkreis, der leer. Ist komplett leer. Jetzt geht Sonti mal in den Mittelkreis. Der Ball ist bei Moritz Fritz in der eigenen Dreierkette im Zentrum. Meistens ein paar Schritte nach vorne, aber auch da ist es eigentlich keine Bewegung drin. Wir stehen mit zwei Mann in der letzten Linie, aber dabei kommt einfach nicht dahin. Immer noch in der Dreierkette jetzt Dietz auf Fritz, Fritz auf Greger. Das werden wir noch ein bisschen öfter sehen. Jetzt der Ball ins Zentrum zu Sontheimer. Taffertshofer ist nah dran, bekommt den Ball aber nicht. Der Ball ist auf die linke Seite zu Mike Wunderlich. Er macht das schön, kann den Gegner da gut aussehen Platz lassen. Jetzt mal und hier. Jetzt aber Patrick Sontheimer ins Zentrum zu Hamza Sagiri, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Sagiri auf die rechte Seite zu Paco Korunkiewicz, kurz vor der 16er-Kante. Ball zu Sagiri mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Ball auf Lars Dietz. Jetzt Sontheimer schießt da Taffertshofer an. Und der zweite Ball wieder Sontheimer, der sich den dann per Grätsche gut holt. Und erstmal hintenrum auf Dietz, Dietz auf Moritz Fritz. Die Gefahr ist erstmal gebannt von Wiesbadener Seite. Allerdings mal eine Ballbesitzphase für uns. Und auch da hatten wir bisher eigentlich, ja, vielleicht eine. Jetzt nach 25 gespielten Minuten. Moritz Fritz am Ball. Kurz vor der Mittellinie. Spielt den Ball rechts rüber auf Dietz. Wir sind noch in der eigenen Hälfte. Das ändert sich mit diesem langen Ball von Dietz in Richtung Robin Meissner. Robin Meissner bekommt den Ball aber abseits. Ja, da war er im 16er. Zentrale Position, fast am Elfmeterpunkt. Ja, warum nicht mal versuchen denn mit so einem weiten Ball? Ich meine, wir haben jetzt immerhin längere Ballbesitzphasen. Bis jetzt wussten wir noch nicht so viel mit dem Ball anzufangen. Viele Ballverluste. Ja, jetzt mal der weite Ball. Klar, darüber kann es auch mal gehen. Auch wenn die flache Variante doch meistens häufiger zum Erfolg führt. Jetzt erstmal Wiesbaden wieder am Ball. Spielen wir mal jetzt hinten rum. Wirken sehr frisch hier die Gastgeber. Wirken den Ball. Legen den Ball jetzt auf links raus zu Taffertshofer. Ja, den verspringt der Ball. Und jetzt können es mal schnell gehen hier. Simon Stehle, 2 auf 2, da mit Robin Meissner gegen Gülen und Rheintaler. Jetzt muss er mal abspielen. Ach, und wir kriegen einen Freistoß
aus. Das ist rot. Nein, gelb. Das ist sorry. Ich habe gar keine rote Karte hier gefordert. Es war gelb. Gelb kurz vor Zeitstrafe. Sorry. Nee, auf jeden Fall. Beste Freistoßposition hier. So eine gute hatte nicht mal Wiesbaden bis jetzt. Das sind, ja, maximal 23 Meter, würde ich sagen, vorm Tor. So halb links, aber ziemlich zentral noch. Und das wäre doch mal was hier. Freistoßtor, Mike Wunderlich. Das ist eine perfekte Position, um es direkt... Besser geht's nicht, ne? Also wenn ich jetzt, wann dann, würden die Höhner sagen. Genau, und gut zu wissen, dass auch Wiesbaden hier mit einigen Fehlern daherkommt, da Taffertshofer mit dem Ballverlust, dann gab es den Konter, Stehle wird gefoult. Vielleicht kurz zur Erwähnung, wir haben zwei Mann in der Absicherung mit Hamza Giri und Patrick Sontheimer und die Wiesbadener mit allem Mann im 16er, mit allem Mann. So, die Pfeife im Mund, Mike Wunderlich läuft an. Wunderlich mit dem Freistoß, aber in die Mauer. Ja, zweiter Ball Hamza, vielleicht können wir es nochmal gefährlich machen. Hamza hat den Ball, schlägt ihn in den 16er zu Chris Krieger und der weiter auf Robin Meissner. Und ach, das war kein Abseits. Also da wurde auch schon wieder sehr früh abgepfiffen. Für mich war das kein Abseits, aber wäre jetzt auch nichts draus geworden. Ja, ich glaube, wir sitzen ja nicht ganz so perfekt, um das Abseits zu sehen. Ja, aber das ging mir jetzt ein bisschen, das war... Ja. Ist aber im Endeffekt auch egal. Immerhin, wir haben es mal geschafft, in den 16er zu kommen und mal ja, so halbwegs gefährlich zu werden. In dem Freistoß war vielleicht ein bisschen mehr drin. Allerdings, ich stand noch mit sechs Mann da in der Mauer. Jetzt erstmal langer Ball wieder von den Wiesbadern. Das Spiel läuft weiter. Pretaien auf die rechte Seite. Auf Wurz. Wurz mit dem tiefen Ball auf Hollerbach. Aber Dietz ist sofort da und hat den Fuß dazwischen. Auch wenn der Ball jetzt wieder zu den Wiesbadern geht. Die ihn dann irgendwie in den eigenen reinbalten können. Da wäre Meissner fast rangekommen. Jetzt über die rechte Seite wieder Wurz. Setzt sich gut durch. Zweiter Ball gehört Chris Greger und der zu Sontheimer. Wir sind jetzt weit in der eigenen Hälfte. So weit, dass der Ball jetzt zu Ben Voll kommt. Und der kommt jetzt sehr kontrolliert nach vorne in Richtung Meissner, der aber auch heute in den Kopfballduellen kein Land sieht, gegen Mockenhaupt unter anderem. Und jetzt Aufbau der Wiesbadener über die halblinke Seite. Rheintaler mit relativ viel Tempo läuft da in Richtung linke Seite. Spielt den Ball auf Eze, der geht ins 1 gegen 1 gegen Paco. Paco hat den Körper drin, hat den Fuß dazwischen und spielt den Ball zu Stehle. Stehle setzt sich durch gegen Hollerbach, fällt und Freistoß für die Viktoria. Etwa 15 Meter von, ja, ein bisschen mehr ist es doch, 20 Meter vielleicht. Von der Eckfahne entfernt auf der rechten Seite. Ja, ein bisschen zerfahrenes Spiel jetzt. Wiesbaden ist nicht mehr so druckvoll wie noch zu Beginn. Hier nach fast 30 gespielten Minuten. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ja, jetzt bräuchten wir noch mal ein paar gute Chancen hier. Ein Tor vor der Pause wäre natürlich Gold wert. Jetzt erstmal Chris Krieger mit dem weiten Schlag auf Robin Meissner. Aber es ist irgendwie seit Anfang der Saison. Warum spielt man die hohen Bälle auf Robin Meissner? Also ich habe nicht einmal gesehen, dass der da einen Ball festmachen konnte diese Saison. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich meine, er ist auch, ich weiß nicht, 1,82 oder so, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ist spielerisch sehr stark, vielleicht mal flach anspielen. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Also immer diese hohen Bälle auf Robin Meissner. Das kannst du bei André Becker machen, aber naja, auf jeden Fall, Robin Meissner arbeitet jetzt sehr, sehr gut zurück. Es gibt den Einwurf dann deswegen für Wiesbaden, spielen den Ball jetzt hinten rum. Ja, haben da viel zu viel Ruhe noch, die Innenverteidiger von Wiesbaden können sich da das Spiel zurechtlegen, wenig Druck von unserer Seite. Jetzt mal Rheintaler, kann den Ball da erstmal auf links schlagen zu Brooklyn Eze, der jetzt schon fast eine Eckfahne ist hier auf der linken Seite. Im Duell mit Paco Korunkiewicz dann, der passt zu Hollerbach, der kann auch viel zu einfach den Ball wieder Richtung Fünfer bringen. Also das war jetzt wie gemalt für Wiesbaden, können sich da einfach durchkombinieren. Zum Glück stand da niemand am Fünfer. Ja, und zum Glück wieder Moritz Fritzer, der jetzt nicht das erste Mal den Ball da aus dem 16er rausgeklärt hat. Starkes Allerdings, Spiel von ihm. Ja, zum Einwurf jetzt für die Wiesbadener. Ausgeführt auf Eze. Eze kurz vor der Eckfahne. Bringt den Ball in die Mitte. Jetzt ist es wieder Fritz, spielt ihn raus in die Füße von Dietz. Dietz mit dem langen Ball und der geht in die Abwehrreihe der Wiesbadener. Jetzt Mockenhaupt mit einem hohen Ball in Richtung 16er. Moritz Fritz mit dem Kopf wieder rausgeklärt. Jakobsen und zurück spielen es die Wiesbadener. Jetzt in die eigene Dreierkette. Gürleyen in den 16er, nicht in den 16er, in den Mittelkreis natürlich. Ja. Zagiri verliert den Ball, bekommt den Ball nicht gegen Jakobsen, der rechts rüber zu Mockenhaupt. Der Innenverteidiger geht sehr, sehr hoch, spielt den Ball auf Hoppel, der kommt nicht an. Simon Handl haut ihn da in die Fans rein zum Einwurf. Für die Wiesbadener, knapp 30 Meter. Ja, der Ball ist wohl ein bisschen früher raus gewesen, Höhe der 16er-Kante. Jetzt ist das wieder Hoppel mit der Flanke in die Mitte auf Petaien. Er kann mit dem Fuß annehmen, auch wenn Fritz da ist. Legt nochmal ab auf die rechte Seite zu Johannes Wurz und erstmal abgewehrt von Chris Greger. Und der Ball geht dann nicht ins Aus, weil Simon Handle da ist und das Foul zieht und damit den Freistoß rausholt. Hier nach 31 gespielten Minuten in der Brita Arena. Es steht 0:0 und hier beim Fußballradio Schelsig
sprechen Hendrik und Besnik für euch. Kurz erwähnt nochmal, wir sind heute ein Fanradio, wir sind zu Hause ein Blindenradio, gefördert von der Aktion Mensch. Nochmal vielen Dank für die Förderung und vielen Dank, dass ihr alle mit dabei seid. Und jetzt hört, dass Ben Foll gleich einen Freistoß bringen wird und den bringt er auch jetzt in Richtung Mittelkreis. Da ist Jakobsen per Kopf, zweiter Ball gehört wieder Chris Krieger, der rüber zu Simon Handel vor den Augen von Olaf Jansen. Auf Mike Wunderlich und der läuft jetzt mal in die Wiesbadener Hälfte und jetzt mal mit 3-4 Mann laufen wir da in Richtung gegnerischen 16er. Simon Schiele hat den Ball, 20 Meter vor dem Tor, legt ihn ab auf Simon Handel mit dem Schuss und gut gehalten, aber zweiter Ball noch Simon Handel, der Ball ist jetzt im Aus. Erste Ecke, Ecke des Spiels für unsere Viktoria, das war mal sehr, sehr stark gespielt, gut durchgesetzt von Mike Wunderlich, da auf der linken Seite legt den Ball da zu Simon Stehle, der schnell weiter den Ball in die Gasse gelegt zu Simon Handel, der mit dem Abschluss und da muss sich tatsächlich Arthur Lüsker das erste Mal so richtig auszeichnen und der Ball geht ins Aus zur Ecke. Von der linken Seite wird der Ball getreten von Mike Wunderlich mit rechts zum Tor hin. Ich hoffe, er wird keine kurze Ecke bringen. Doch, er bringt eine kurze Ecke zu Patrick Sontheimer, der den Ball jetzt aber Richtung Fünfer schlägt und da kann Lüsker nur mit einer Faust den Ball spektakulär klären auf die andere Seite und es gibt jetzt den Einwurf von der rechten Seite nach der Eckfahne 15 Meter entfernt. Paco Korunkiewicz, aber da steht keiner bis jetzt, der sich anbietet. Gut, er wirft den Ball wahrscheinlich in den Strafraum auch werfen, aber da muss jetzt mal ein bisschen mehr Bewegung kommen. Wir sind doch hier im Angriffsdrittel. Ja, weiter Einwurf von Paco und der Ball geht dann Richtung Elferpunkt und da ist Robin Meissner und es gibt die nächste Ecke. Ich wollte schon sagen, wie weit schießt der denn drüber von da? Gibt es ja, Ecke oder gibt's, wird abgefilmt? Nein, es gibt Ecke. Es gibt Ecke, aber es liegt noch ein Wiesbaden am Boden, der genau eventuell behandelt werden muss. Ja, sieht nicht so gut aus. War aber nicht in der direkten Aktion jetzt, also hat nichts mit dem Schuss von Robin zu tun. Ist im Boden hängen geblieben. Genau, so sieht's mir aus. Siehst du da diese Fetzen vom Rasen? Also wir haben das angesprochen, ne? Wie der Rasen aussieht. Ja, das ist gefährlich. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall Ecke wird jetzt von der rechten Seite gleich kommen. Wieder Mike Wunderlich, diesmal von rechts vom Tor weg. Oder er wird es wieder kurz machen. Sieht aus, ja. Rick Sonnheimer steht da, wird leider, ich sage mal leider, weil die kurzen Ecken doch immer recht ergebnislos. Guck mal, Lars Tietz komplett frei, Moritz Fritz komplett frei. Wenn auch Chris Krieger, wenn die einlaufen, direkt. Könnte was werden. So, Mike Wunderlich steht bereit, wird den Ball jetzt gleich bringen. Ball ist noch nicht freigegeben, das ändert sich jetzt. Vielleicht habt ihr den Pfiff gehört, Hand geht hoch von Mike. Mike spielt den Ball in den 16er, da ist Moritz Fritz! Oh. Und auf der Linie geklärt von Eze. Den habe ich schon drin gesehen. Den kriegt er, aber wir haben den Ball immer noch. Moritz Fritz, rechts rüber auf Mike Wunderlich. Da kann jetzt die Flanke bringen und die kommt jetzt in Richtung Elfmeterpunkt rausgeköpft. Und dann Simon Handel mit dem Schuss aber nochmal abgeblockt. Jetzt kommt Chris Krieger, schießt auch nochmal. Ja, macht es aber nicht wie gegen Hoffenheim. Damals im Pokal, der Ball geht ins Tor aus. Aber wir machen richtig Druck gerade, sind jetzt hier etwas stärker als Wiesbaden in den letzten Minuten und zeigen auch mal, was wir offensiv drauf haben. Stellen die Wiesbaden hier vor einige Probleme. Ja, tolle Druckphase jetzt. Ja, Standards sind unser Mittel der Wahl, so wie es aussieht. Jetzt aber trotzdem Wiesbaden erstmal in unserer Hälfte im Ballbesitz. Mit Wurz ist das. Ja, da kann Hollerbach den Ball wieder zu einfach annehmen, aber Sonntag arbeitet da sehr stark super zurück. Er holt den Ball, Ball überwunderlich zu Stehle auf links hier, Mittellinie überquert. Ja, das Meissner. Der jetzt zu Wunderlich, der mit dem weiten Ball auf Paco, ja, auf der rechten Seite im Duell mit Eze. Ja, Eze ist Ball zum Kieper, da ist dann super nicht so gut. Bogenlampe. Deswegen, gibt es den Einwurf oder ist der Ball noch im Spiel? Nein, der ist noch drin. Der ist noch drin, aber Sagiri kriegt da den Einwurf von rechts nahe der Mittellinie, direkt ins Zentrum zu Sonntheimer. Der kickt den Ball einfach mal nach vorne, da ist Meissner, ja, im Duell mit Bockenhaupt. Meissner kann sich da durchsetzen, im Strafraum jetzt schon halb links, liegt nochmal raus. Kommt sie ab! Und da schießt Sagiri knapp am Tor vorbei aus 16 Meter. Nee, es war Stehle, der mir heute gut gefällt, muss ich sagen. Der kann da einige Bälle heute gut festmachen, hat auch für die Chance gut eingeleitet von Simon Handle. Der ist heute echt einer der Besten. Jetzt mit dem Abschluss knapp am Tor vorbei. Aber so kann es gehen, schnelles, direktes Spiel. Und dann einfach mal versuchen, einfach mal abziehen. Und nach 35 gespielten Minuten muss man sagen, dass wir uns doch hier gut reingekämpft haben in dieses Spiel. Immer stärker werden und offener Schlagabtausch, erstmal Abstoß, Wiesbaden. Und der kommt ins Zentrum in Richtung Moritz Fritz und der bekommt den auch und köpft den erstmal wieder zurück in Richtung Wiesbadener Tor. Und der Ball kommt jetzt auch zu dem Torhüter, zu Liska. Der spielt den kurz auf Rheintaler, von dem er den Ball eben auch bekommen hat. Die Tore steht jetzt ein bisschen höher, muss aber aufpassen, weil es jetzt einen langen Ball von Rheintaler gibt und der geht genau auf Pacos Kopf. Aber der zweite Ball auf Taffertshofer. Und der dritte Ball gehört wieder Viktoria Sontheimer. Jetzt auf Meissner. Wir sind in der gegnerischen Hälfte. Mocknapp hat den Fuß dazwischen. Jetzt Sagiri mit dem Kopf links rüber auf Hande. Jetzt gehen wir wieder in die Wiesbadener Hälfte. Robin Meissner. Und das Tempo erstmal ein bisschen rausgenommen. Sagiri hinten rum. Ja, wir haben gesehen, wir können den Ball auch erobern und dann halten. Ja, das hat jetzt mal funktioniert. Wir kommen immer mehr ins Spiel, wie Hendrik das eben schon gesagt hat. Jetzt Mike Wunderlich
Und das ist so eben schon gesagt, Mike sehr viel auf der rechten Seite, holt sich da die Bälle. Macht er jetzt auch wieder, direkt vor unseren Augen. Der Ball aber erstmal im Zentrum bei Moritz Fritz. Wir bekommen mal wieder eine Ballbesitzphase und endlich sind wir mal wieder in dieser Situation, dass wir den Ball halten können. Jetzt Lars Dietz. Ja, macht mal ein paar Meter nach vorne. Ich bin mal zu Sagiri, der jetzt da mit Sontheimer tauscht. Steht jetzt ein bisschen tiefer und sieht jetzt auch, dass Moritz Fritz in Richtung Mittellinie geht. Ich spiele den Ball auf Lars Dietz. Ja, schöner Ball auf Stehle. Der versucht da an Reintal vorbei zu kommen, aber der hält den. Der hält den. Und dann, damit gibt es Freistoß. Wieder sehr stark von Stehle. Und ist gelb. Ja, super. Gelb gegen Max Reintaler. Also Stehle heute wirklich mit guten Aktionen. Da lässt den Ball durch die Beine gehen, wollte dann weiterlaufen. Aber Reintaler holt ihn dann von den Beinen. Musste er auch machen, sonst wäre er durch gewesen. Und deshalb gibt es jetzt hier ja, den Freistoß. Halbrechte Position, etwa 30 Meter vom Tor. Stimmt, aber ist keine Position, wo man es direkt versuchen könnte. Sieht so aus, wird Mike Wunderlich den Ball gleich mit rechts vom Tor wegziehen wird. Ja, Spieler postieren sich hier. Guck mal, wo Chris Greger steht. Der größte Mann, der steht außerhalb des 16ers. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er gleich rein sprintet und den Ball reinköpft. Kann sein, man nennt ihn ja auch Usain Bolt von Höhenberg. Also wenn das wirklich kommt, 5 Euro in die Radiokasse. Alles klar. Wunderlich hebt den Arm. Ball jetzt freigeben, geht Richtung Elfmeterpunkt und da steigt Moritz. Ja, aber zweiter Ball, Stehle. Immer noch vor dem 16er, legt den Ball jetzt auf Wunderlich. Der könnte den Ball reinbringen. Nee, ich spiele ihn rechts rüber auf Paco. Paco versucht jetzt die Flanke, macht nochmal einen Haken, kommt vorbei. Spielt den Ball in die Mitte. Da ist Moritz Fritz, aber verliert den Ball. Und jetzt der Konter der Wiesbadener über die linke Seite. Eze hat den Ball. Unsere Jungs sind sehr, sehr schnell zurück und damit keine Gefahr, keine Gefahr. Die Wiesbadener sind vor ihrem 16er. Genau, die können den Ball jetzt erstmal von hinten wieder aufbauen. Da ist Mockenhaupt, Gulein da, Reintaler. 38 Minuten hier gespielt. Wunderlich hier in vorderster Front. Dabei läuft ein bisschen an. Ja, Wiesbaden können sich den Ball aber hinten rum locker hin und her spielen. Da ist jetzt Hollerbach, der sich mal tief in die eigene Zone fallen lässt. Dann ist da Brooklyn Eze. Ja, der mit dem Fehlpass. Und Sonnheimer macht es mal schnell auf rechts jetzt. Mike Wunderlich. Dahinter läuft Sagiri. Ja, Wunderlich bricht nochmal ab. Ja, guck mal, wo Stehle steht. Stehle war nicht weit genug und tiefer Ball auf Sagiri, weiß ich nicht. Aber Wunderlich hat ein bisschen Platz jetzt hier auf rechts, aber fast alle Wiesbaden hinterm Ball. Was soll er machen? Spielt den Ball jetzt hinten rum mit Moritz Fritz und Chris Greger, der den Ball jetzt. Ja, auf Simon Handel. Super Ball. Der jetzt auf links, aber wird abgegrätscht da von der Nummer 4 von Sascha Wockenhaupt. Trotzdem wird jetzt hier den Einwurf schnell ausgeführt ins Zentrum zu. Sontheimer, der ist etwa 30 Meter vorm Tor. Der gibt den Ball Richtung Strafraum, aber das war zu einfach für Reintaler. Trotzdem Sontheimer weiterhin am Ball. Ich habe da den Rebound bekommen, aber Ball jetzt wieder in der eigenen Hälfte, in der Hälfte der Viktoria. Aber ein Tor würde diesem Spiel gut tun. Wir sind gerade in einer guten Phase und vor der Pause wäre das so, so wichtig, hier noch mit 1-0 in Führung zu gehen. Jetzt erstmal Lars Dietz Ball ins Zentrum gelegt zu Sagiri, aber der mit dem Fehlpass. Und da steht Bretain ganz frei, der das Leder jetzt verteilen kann auf die linke Seite zu. Benedikt Hollerbach, der jetzt schon im Strafraum am linken Fünfer-Eck bedrängt von 3 Viktorianern gleichzeitig. Trotzdem kann Hollerbach da den Ball nochmal Richtung 5-Meter-Raum bringen. Schlussendlich können wir den Ball klären ins Zentrum. Ja, und da ist Stehle. Komm, Stehle, jetzt mal Tempo Platz. In dem Tempo auf. Da alleine gegen 4 Wiesbaden. Na, was macht Stehle? Ja, nimm den Ball mit, Junge. Nimmt den Ball mit und legt den Ball gut zu Mike Wunderlich, der jetzt mal Platz hat. 20 Meter vom Tor, legt den Ball links raus. Da zu Meißner und der Ball wird abgeblockt. Ja, waren wir mit 3 Mann mal in Richtung gegnerisches Tor gekommen. Gut gemacht. Dann der Abschluss abgeblockt, wie Henrik das gesagt hat. Und erstmal die Gefahr gebannt. Die Wiesbadener nehmen das Tempo auch raus. Jetzt Mockenhaupt. Bekannt nicht nur am Controller. Jetzt auf Jakobsen. Im Zentrum, kurz vor dem Mittelkreis. Und auch die Wiesbadener merken, die Viktoria ist da. Das ist keine so einfache Partie für die Gastgeber. 40 Minuten sind jetzt um. Wir sind 5 Minuten vor der Halbzeit. Und sehen jetzt einen langen Ball von Wurz. Und der geht in die Hände von Ben Voll. In die Füße. So hoch kommt er nicht. Ja, kurz auf Lars Dietz, kurz vorm 16er. Aber ihr hört es, wir sind mehr im Spiel. Wir finden immer mehr rein. Es ist nicht so, dass wir hier dominiert werden komplett von den Wiesbadenern. Ja, man merkt zwar, dass sie ein Top-Team sind. Aber man merkt auch, dass wir ja nicht zu Unrecht schon einige Punkte gesammelt haben. Jetzt Ben Voll auf die rechte Seite zu Kornkiewicz. Ich sehe mit dem Kopf da. Zweiter Ball geht ins Aus. Abstoß für die Viktoria, für Ben Voll, der heute mit neuer Friese und komplett blauer Spielkleidung. Ja, und wenn ihr die neue Friese von Ben Voll mal sehen wollt, dann schaut doch nach dem Spiel mal auf unseren sozialen Kanälen vorbei. Da werdet ihr mit Sicherheit auch ein paar Bilder sehen von dem lieben Ben.
auf Facebook, Instagram, Twitter. Ihr wisst Bescheid, wo wir aktiv sind. Jetzt der lange Ball von dem lieben Ben, der da auch ausrutscht. Aber hey, der Ball kommt zu Meißner. Aber zweiter Ball dann Mockenhaupt, haut ihn lang in Richtung Fritz. Dann der zweite Ball bei Jakobsen. Parteien auf Hollerbach, 30 Meter vor dem Viktoriator. Links rüber auf Ese gespielt. Der geht in Richtung 16er gegen zwei Viktorianer, muss abbrechen. Der Ball auf Taffertshofer, der bringt ihn scharf in den 16er. Und Ben voll mit der Faust auf Hantel, nimmt ihn mit der Brust an, haut ihn Volley hinten raus in Richtung Meißner. Und Meißner gegen Mockenhaupt, also ohne den lieben Robin da was zu wollen, aber die Bälle gehören in der Regel Mockenhaupt. Und jetzt gehört der Ball erstmal Wiesbaden, weil es einen Freistoß gibt. Genau, kurz vor der Pause hier noch etwas mehr als 3 Minuten zu spielen. Johannes Wurz, ja auch schon mit 2 Spielen Bundesliga-Erfahrung am Start, vor langer, langer Zeit beim SV Werder Bremen, wird jetzt den Freistoß treten. Alle Wiesbadener in unserer Hälfte, in der Viktoria-Hälfte, jetzt hier 40 Meter vom Tor, der Freistoß wird getreten von Wurz, halbrechte Position mit rechts Richtung linkes Fünfer-Eck und da steht Rheinthaler, der den Ball köpfen kann, aber in Rückenlage da das Leder nicht richtig aufs Tor bringen kann, auch noch umfällt und Glück gehabt. Ja, Wiesbaden hier auch mal wieder mit Nadelstichen, nicht mehr so druckvoll wie zu Beginn, aber dass die kicken können, haben wir ja von Minute 1 an gesehen. Wir dürfen uns jetzt nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt hier mal etwas besser im Spiel sind. Solange wir kein Tor erzielen, ist das alles nichts wert. Weiter Abschlag geht erstmal von Ben Voll Richtung Mittellinie. Ja, und auch dieser Ball gehört in Wiesbaden an. Wiesbaden mit Jakobsen, der Ball nach vorne köpft. Sofort wurde es wieder gefährlich bei geklärt, dann aber wieder von Kreger. Ja, Britannien kann. Nee, es ist Britannien, das war Hoppel auf rechts. Wollte er den Doppelpass kriegen, hat er nicht bekommen. Mockenhaupt jetzt mit dem weiten Ball Richtung Hollerbach, der sich da zu einfach durchsetzen kann. 20 Meter vorm Tor. Schlussendlich super. Da jetzt Fritz. Konter. Konter. Und da ist Dietz, der die Mittellinie nicht überqueren kann, weil Rheinthaler da ist. Läuft da einfach in ihn rein. Das ging jetzt so einfach. Hollerbach da auf links. Aber Wiesbaden muss den Ball jetzt auch wieder in den eigenen Reihen laufen lassen. Sind jetzt aber schon in der Viktoria-Hälfte mit Jakobsen. Ja, da ist Gulane, der Ball weiter auf rechts. Das Mockenhaupt, der jetzt mal mit dem Ball Richtung Fünfer. Aber Paco kann den Ball klären. Na, hat den auch nicht besonders weit geklärt. Bogenlampe. Und der Ball geht unglücklich ins Zentrum vom Kopf von Steele. Wurz kann den Ball da auf rechts legen. Ball geht Richtung Fünfer. Aber da ist Ben voll. Ja, Wiesbaden jetzt ja auch mit vielen Flanken am Start. Aber die sind genauso harmlos wie unsere Flanken. Weil beide Mannschaften in der Innenverteidigung einfach zu gut aufgestellt sind. Also die Verteidigungen machen ein sehr gutes Spiel bis jetzt. Und auch Simon Steele, der jetzt ins Kopfballduell gegen Ese geht, verliert es aber. Und so jetzt die Wiesbadener in der eigenen Hälfte über Jakobsen. Ihr hört, wir sind im Zentrum mit dem Ball. Jetzt erstmal Gürleyen. Auch die Wiesbadener nehmen das Tempo raus. Letzte Minute der ersten Halbzeit regulär läuft. Langer Ball von Rheinthaler in Richtung 16er. Da ist Chris Greger, köpft ihn zu Sontheimer. Oh, und er kommt zu Hollerbach und er läuft jetzt mit dem Ball in Richtung 16er. Bringt den Ball in die Mitte. Der ist zu lang für alle. Außer für Simon Handel. Der versucht jetzt mal Tempo über die linke Seite zu machen. Ja, muss aber abbrechen. Kurz auf Sontheimer. Patrick Sontheimer kurz vor unserem 16er mit dem Ball in die Mitte. Und der ist viel zu kurz. Auf den Kopf von Taffertshofer. Und jetzt nochmal die Wiesbadener über Jakobsen kurz vor dem 16er. Hamza hat den Fuß dazwischen. Mike Wunderlich auf Sontheimer. Der zu Simon Steele. Und der legt ab für Hamza Zagiri. Der Blick geht nach vorne. Und der Ball geht recht rüber zu Paco. Wir sind jetzt immer noch in der eigenen Hälfte. Sontheimer, schöner Doppelpass da mit Paco. Paco im Laufduell mit Ese. Super. Und Paco bekommt den Ball, legt ihn in die Mitte zu Robin Meißner. Wir sind jetzt in der Wiesbadener Hälfte. Auf der rechten Seite wieder Paco, der da am Ball ist. Und jetzt die Viktoria mal fast komplett in der gegnerischen Hälfte. Hamza Zagiri hat den Ball. Und Abpfiff 0:0 heißt es nach 45 Minuten hier in der Breta Arena zwischen dem SVW in Wiesbaden und Viktoria Köln. Genau. Wir haben diesen Samstag. Haben uns wirklich gesteigert, aber es sind noch viel zu viele Fehlpässe drin, gerade im Zentrum. Also, ja, Sontheimer heute auch ein bisschen mit Licht und Schatten. Also, hat auch viele gute Aktionen, dass er mal einen Ball erobert, aber auch dann wieder viele Fehlpässe, muss ich sagen, im Zentrum. Das müssen wir noch abstellen. Wir sind ja jetzt eigentlich ganz gut drin in der Partie und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll bis jetzt. 0:0. Ich halte auch von einer Sache gerade gar nicht so viel, nämlich, dass du keine Jacke anhast. Es wird echt frisch, seit die Sonne weg ist. Henrik, tu mir den Gefallen, zieh dir eine Jacke an. Ich will nicht, dass du krank wirst, bevor das hier jetzt losgeht mit unserer kleinen Halbzeitshow. Was heißt Halbzeitshow? Große Show aber für euch jetzt hier nicht. Wir haben auch leider keinen Halbzeitgast heute, weil wir hier in der Ferne sind. Was wir aber für euch haben, sind ein paar Infos
ein paar kleine Sachen, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Nämlich, dass wir heute beispielsweise noch zwei NLZ-Spiele haben werden bei uns im Sportpark Kürnberg. Um 16 Uhr geht es dann los mit der U16. Die tritt wieder an in der Bezirksliga, derzeit ja Erster. Und gleich geht es gegen den Bonner SC. Da hat man noch ein Testspiel gemacht, jetzt im Dezember noch. Könnte ein gutes Spiel werden. Genau. Und wir freuen uns, euch gleich wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt dran. Wir werden jetzt erstmal auch ein paar Minuten in die Pause gehen, unsere Stimmen wieder stärken und seid dabei. In der zweiten Hälfte steht noch 0:0, hier ist alles noch drin. Wir machen ein richtig starkes Spiel hier und bis gleich. Nutze unser vielfältiges Kursprogramm Indoor, Outdoor oder Online. Zusätzlich bieten wir dir im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes auch Beratung in Sachen Training und Lebensstil. Starte durch, starte neu. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Sorry für diese ganz kurze Unterbrechung. Ich musste einmal ganz kurz runter. Wir sind wieder da mit unserer kleinen angesprochenen Halbzeitshow. Wir wollen euch gerne noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Ihr habt das eben schon mitbekommen, also die U16 tritt heute wieder an. Die Mannschaft von Pietro Schiavo gegen den Bonner SC. Und heute Abend dann noch die U17. Da geht es ja um den Bundesliga-Aufstieg. Die tritt heute noch an, heute Abend gegen Troisdorf. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff auf Kunstrasenplatz 2. Und morgen dann die U19 gegen TuS Königsdorf, noch ein Testspiel. Bei der U19 dauert das ja noch so ein bisschen, bis da die Liga losgeht. Am 12.02. dann daheim gegen Tabellenschlusslicht Hilden in der Bundesliga. Und was wir euch exklusiv jetzt schon mal sagen können, morgen gibt es dann erst die Meldung bei uns auf der Homepage. Ihr seid die Ersten, die es erfahren. Unsere U19 wird in einer DFB-Sonderrunde antreten. Der DFB hat sich überlegt, da es ja eh nur eine einfache Runde gibt in der A-Junioren-Bundesliga, gibt es noch eine kleine Runde ohne Auf- oder Abstieg, wo die Mannschaften dann nochmal gegeneinander spielen. Es gibt erstmal eine kleine Gruppenphase mit Vierer- bzw. Fünfer-Teams, je nach regionaler Einteilung. Also ich denke mal, dass wir dann gegen Leverkusen FC spielen werden. Und dann geht es in dem Turnier weiter. Aber wir werden da antreten, wann das Ganze stattfinden wird und so weiter. Alles über unsere Kanäle, hauptsächlich über unsere NLZ-Kanäle, Facebook und Instagram, Victoria Nachwuchs, ihr wisst Bescheid. Henrik, vielleicht nochmal kurz zu diesem Spiel hier. Eine Sache ist mir ganz extrem aufgefallen. Ich denke, du hast sie auch gesehen. Wo die Wiesbadener ganz klar überlegen sind, ist das Spiel mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Da habe ich das Gefühl, dass sie da ein bisschen cleverer spielen als unsere Jungs vielleicht. Bei uns geht das sehr schnell, wenn wir im Rücken zum gegnerischen Tor sind. Entweder wir versuchen, uns fallen zu lassen, im Sinne von, vielleicht gibt es einen Standard, oder wir versuchen, es relativ schnell nach vorne zu spielen, oder es geht in die eigene Kette. Was die Wiesbadener machen, ist Körper reinstellen, Ball am Fuß halten, solange noch kein Gegner zu nah dran ist, und dann das Abspiel. Und da kommt direkt der zweite Mann und versucht dann die Tiefe zu suchen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo die Wiesbadener sehr, sehr gefährlich sind gerade. Das haben wir über Hollerbach sehr oft gesehen. Ja, ich glaube, Wiesbaden geht da auch viel mehr Risiko als wir. Wir spielen dann tatsächlich oft noch wieder zurück in die eigene Hälfte. Hatten da auch öfter mal ein bisschen Platz eigentlich, aber waren dann ein bisschen zu mutlos. Und man muss auch sagen, Wiesbaden steht nicht umsonst so weit oben. Die können das spielerisch da gut lösen. Mit ein, zwei schnellen Kontakten sind wieder sofort an der Strafraumgrenze. Müssen sagen, unsere Dreierkette steht heute gut, konnten da sehr vieles dann auch abfangen. Aber ja, generell im Zentrum ist Wiesbaden Feld überlegen. Und da müssen wir ein bisschen bissiger werden, auch gegen den Ball, würde ich mal sagen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir können ja vielleicht noch mal auf die Bank gucken. Du hast es eben schon so schön gesagt. Wir haben Elias Börtner fürs Tor, da hoffen wir immer mal, dass er dann nicht ins Spiel kommen muss. Dann haben wir noch Michael Schulz, André Becker, Florian Heister, Kevin Lenkfort, Jamil Siebert, Luca Masaila, unseren Kapitän Marcel Risse und Niklas May. Wir sehen die Jungs auch gerade hier vor uns, die sich da warm machen mit den grünen Leibchen. Henrik, wen haben denn die Wiesbadener noch mit? Ja, die Wiesbadener haben da auch noch mit Mohamed Amsif einen Keeper auf der Bank, der auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat vom FC Augsburg. Wusste ich auch nicht, dass es den noch gibt. Gino Fechnau noch da, Robin Häuser, Sebastian Rovca, der auch noch Kapitän war in der letzten Saison, da mit Rot vom Platz geflogen ist in Hinrunde, Hinrunde war es, ne? Ja, ja, wo genau. Yusuf Amin dann den Doppelpack, das Spiel gedreht hat. Außerdem noch, ja, zum Beispiel auch Sunan Jah,
kein Unbekannter, auch bei unserer Viktoria gespielt. Genau, halbes Jahr lang. Halbes Jahr lang. Kommt ja auch aus der Region, wo die Viktoria angesiedelt ist. Dann noch Nico Rieble und Jans Rose. Rose, wenn ich mich recht erinnere, bei Saarbrücken noch in der letzten Saison am Start. Ja, hat auch mal eine gute Rolle gespielt. War auch mal bei Fortuna Düsseldorf eine Zeit lang. Ja, die haben da auch noch einiges zu bieten, aber... Aber hey, Henrik, wir haben beispielsweise André Becker, wir haben Kevin Lenkford, wir haben Luca Masale, wir haben Marcel Risse. Das kann sich für dritte Liga schon echt sehen lassen. Also ich glaube, bei den meisten Mannschaften bei uns in der Liga würden die Stamm spielen. Ich glaube, wir können ganz gut nachlegen. Was würdest du denn sagen, wer wäre so der erste, das ist immer böse, aber der erste Auswechselkandidat, der erste, wo man sagen würde, da muss was Frisches her. Ich würde tatsächlich heute sagen, dass es dass Robin Meissner ist. Denn ich finde, er arbeitet viel, aber als Pendant zu Steele würde mir, glaube ich, André Becker sehr gut gefallen. Steele heute mit viel Tempo unterwegs, macht da Bälle fest, einige kreative Momente gehabt. Und dann brauchen wir vorne noch so einen Turm, auf dem wir auch mal die hohen Bälle spielen können, die Robin Meissner leider alle abbekommt bis jetzt. Das wäre für mich so ein Offensivwechsel, auch mit mehr körperlicher Präsenz dagegen die Verteidigung von Wiesbaden da vielleicht nochmal agieren könnte. Also André Becker wäre für Robin Meissner für mich eine Alternative. Wie ist es bei dir? Ich bin da relativ nah bei dir. Also ich würde auch immer sofort sagen, André Becker rein. Die, die uns öfter zuhören, ihr wisst, André Becker ist so ein bisschen mein Lieblingsspieler geworden bei der Viktoria, weil er einfach so dieses sowas reinbringt, was kein anderer mitbringt. Diese Körperlichkeit gepaart mit dieser unfassbaren Ballkontrolle, diese Ruhe, die er hat. Das ist einfach ein überragender Stürmer, wie ich finde. Deswegen, den würde ich auch sehen. Gerade, du hast es ja auch gesagt, diese langen Bälle auf Meissner. Der Robin ist halt nur 1,82, ne? Und Bex ist, ich glaube, 1,97, 1,94, 1,95, ja. Irgendwie sowas. Ich frage ihn nochmal. Der kommt natürlich viel, viel einfacher an diese Bälle. Und auf wen legt man die ab? Ja, auf Simon Steele, der ein gutes Spiel macht. Also ich glaube, heute wäre Simon ausnahmsweise, muss man sagen, mal nicht der in der Halbzeit rauskommt, weil das haben wir jetzt schon öfter gesehen, er spielt von Anfang an, ja. Geht dann zur Halbzeit raus. Ich habe eine ganz interessante Sache mir eben ausgedacht, oder nicht ausgedacht, sondern darüber überlegt. Was wäre denn, wenn man das Zentrum heute mal aufweicht? Denn du hast es schon gesagt, Patrick Sontheimer, Hamza Sagiri, oft Fehlpässe, oft schlechte erste Kontakte. Die machen ein gutes Spiel, keine Frage. Also die sind jetzt eher nicht total Auswahl. Die hat er ja auch gehört, die haben oft die Bälle bekommen und so. Aber was wäre denn, wenn man sagt, man weicht das auf, nimmt einen von den beiden raus, beispielsweise Hamza, ja, und zieht Mike zurück auf die 8 und hätte dann vorne noch eine Anspielstation mehr. Dass man sagt, man nimmt André Becker rein, beispielsweise Hamza raus, würde Mike wieder zurückziehen, wie jetzt auch im letzten Spiel, und hätte dann vorne drei Anspielmöglichkeiten mit Steele, mit Becker und mit Meissner. Ja, wobei man noch sagen muss, Mike zurückziehen ist auch relativ in dem Fall, weil den haben wir heute ganz oft auf rechts gesehen, was mich gewundert hat. Er war ja gar nicht so oft im Zentrum unterwegs. Genau. Vielleicht, wenn er auf der 8 agieren würde, wäre er auch mal mehr im Zentrum, wo er das Spiel vor sich hat. Wobei, selbst das wäre ja eine ganz interessante Sache, denn du könntest ja dann immer noch sagen, Sontheimer lässt sich auf die 6 fallen, weil wir brauchen keinen Sechser, der zwischen die Innenverteidiger geht, weil wir haben eine Dreierkette. Ja, das hat Sontheimer auch keinen Viereraufbau, muss man sagen. Genau. Fallen lassen noch tiefer fallen lassen. Und Sagiri war dann, Hamza war dann sehr weit vorne, war immer so ein großes Loch. So. Genau, und das, finde ich, könnte man stopfen. Vielleicht mit einem Mike Wunderlich, der sich ja dann immer noch auf die Seite fallen lassen kann und je nachdem, auf welcher Seite er dann ist, den Mitspieler tief schicken kann. Eine Sache, die mir, ich schaue auch mal rüber zu unserer Bank, wo Luca Masaila steht, dahinter liegt ein Trikot sehr prominent. Oh ja. Das ist die Nummer 3 und das ist Michael Schulz. Mhm. Wer hat bei uns die gelbe Karte gesehen? Lars Dietz. Hör mal, ich glaube, da haben wir unseren Kandidaten, obwohl Dietz eigentlich ein gutes Spiel macht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist vielleicht so der Verteidiger, der heute am meisten das Spiel nach vorne sucht, der am meisten die Läufe nach vorne macht, auch schon ein, zwei Mal relativ einfach ausgespielt wurde. Aber du hast gesagt, er war auch ein gutes Spiel. Aber Michael Schulz, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, wenn das Rekord liegt, weil es liegt halt nur das so relativ prominent. Unser lieber Kollege Hagen sitzt jetzt da. Ich glaube, er wird nicht eingewechselt. Aber der wäre auch eine Option, finde ich. Wäre er ja. Hagen ist ein überragender Kerl, ein überragender Fußballer, habe ich mir sagen lassen. Also wer da mehr erfahren will, spreche den Hagen mal an. Der hat super Geschichten auf Lager, was er da im hohen Norden gemacht hat. Hoher Norden, passt wieder zu Michael Schulz. Vielleicht fehlt ihm gerade so ein bisschen die Spielpraxis. Ich glaube aber, dass wenn Schulle reinkommt, dass er direkt irgendwas in seinem Spiel hat. Ich kann manchmal gar nicht sagen, was er hat, aber diese Körperlichkeit, diese Ausstrahlung, diese Ausstrahlung, glaube ich, ist es, du sagst es. Ich glaube, die würde uns
teilweise gut tun. Er hat so eine Aura, so eine Ruhe, die er auf die anderen ausstrahlt. So genau. Vor sich, neben sich. Ich glaube, das könnte echt nochmal helfen, obwohl wir ja hinten gut stehen. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, aber da ging ja trotzdem auch manchmal einiges noch durch. Und vielleicht auch im Spielaufbau wäre das nochmal ein Faktor. Ja, ist die Frage, wo er hingehen würde. Ne? Also ich glaube, Schüle wäre dann eher einer fürs Zentrum. Dann könnte man vielleicht sagen, dass Moritz Ritz auf die halbrechte Seite geht. Wenn man jetzt sagen würde, Lars geht raus. Ne? Also wir wollen jetzt nicht über einen Wechsel reden, der vielleicht gar nicht passiert. Ich guck mal da hinten hin. Schulle hat kein Leibchen an. Genauso wie Elias Börtner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu wenig bei haben. Ich weiß nicht, er hat... Also Michael Schulz hat als einziger weiße Spielkleidung an. Unter seiner Jacke. Ja, ich glaube, Michael Schulz wird kommen. Also da geht Elias Börtner auch. Nee, das, ich glaube, das wäre kein gutes Zeichen. Ja, auch wenn voll, muss man sagen, heute muss... Also gegen Elias natürlich. Wenn voll sicher, hatte da schon nach einer Minute einen Schuss auf sein Tor, aber muss es nur gar nicht schmeißen. Das, die Weste ist weiß, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie ist blau. Ja, so ist es. Und eine Sache vielleicht noch, Elias Börtner, wir wollen da nicht zu nahe treten, er hat auch gut Spieler, der hat das erste Spiel gegen Mannheim damals gemacht, ne? Aber wenn voll... finde ich heute öfter mal mit einem guten Gespür dafür, welchen Ball faust ich raus und welchen halte ich fest. Ja, das stimmt. Festhalten, Stichwort, an unseren Mann, der einige Spieler hier hält oder hierhin geholt hat. Markus Stegmann, unser Leiter Kaderplanung und Scout. Der liebe Mann hat heute Geburtstag. Lieber Stegi, wenn du uns zuhörst, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Morgen haben wir auch noch einen Geburtstag. Alles Gute. Da werdet ihr dann über unsere Kanäle auch wieder erfahren, wer es morgen ist. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Gestern, wie gesagt, Georg Koch. Hier gegenüber, Georg haben wir gerade angesprochen. Wir sehen daneben Marian Wilhelm. Wir haben es schon angesprochen mit der U19. Wie gesagt, nochmal der Reminder. Morgen Kunstrasenplatz 2 spielt unsere U19 gegen Königsdorf im Testspiel. Während wir sehen, dass hier gerade eine Mannschaft rauskommt. Genau, und das ist die vom SVW in Wiesbaden. Die von mit verhaltenem Applaus aufs Feld geleitet wird. Muss man echt sagen. Ich hätte mir die Euphorie hier etwas größer vorgestellt, wenn man auf Tabellenplatz 2 steht und 2023 drei Spiele gewonnen hat. Unter anderem gegen den Aufsteiger und Tabellenführer SV Elversberg. Aber na gut, Wiesbaden hat sich auch schwer in der Region ein bisschen. Das kennen wir aus eigener Erfahrung. Ja. Ich meine, die Eintracht spielt um 15:30 Uhr. Mainz, ich weiß gar nicht, wann Mainz spielt, aber man ist hier ja nicht unterversorgt, was Fußball angeht in dieser Region. Ja, das denke ich auch. Ist ja ähnlich wie bei uns eigentlich, ne? Ja. Genau. Also gut, da tummelt irgendwas in der Südstadt rum. Wir haben noch einen Bundesligisten in der Stadt. Wir haben Michael Schulz zurück in der Stadt. Der jetzt, Michael Schulz ich, wirklich, in der Stadt. Ich glaube, der würde wirklich gleich kommen. Das sieht mir wirklich so aus. Also unsere Mannschaft ist noch nicht raus. Aber er ist der Einzige, der noch auf dem Platz steht, hat jetzt einen Ball geholt. Schießt ihn zurück zu Florian Brabant. Und boah, den tunnelt er! Au, Flo, das wird teuer. Ich hoffe, es gibt Videoaufnahmen. Aber eine Sache, die wir heute noch vergessen haben, ich meine, das ist jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen überfällig dann auch, aber was tippst du eigentlich heute? Was ich tippe? Oh. Also für alle Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja jetzt einen neuen Fußballradio-Podcast. Da warst du der letzte Gast, du hast da auch getippt. Ich will gar nicht mehr sagen, was du da gesagt hast. Ich habe übrigens über den Daniel, der den Podcast lieberweise macht, 3:6 verloren. Echt? Ja, ich habe 3:6 verloren. Oh. Ich hoffe, dass du derjenige bist, der gewinnt. Ich halte mich jetzt heute mal zurück. Was ich aber sage, ist, dass Lars Dietz da ist und Michael Schulz nicht auf. Also ich glaube, bei Schulle war aber jetzt ein bisschen offensiv, er kommt nicht rein. Lars Dietz ist da, Moritz Ritz ist da, Träger, Hamza Sagiri, Sontheimer ist da. Es sind alle da, es gibt keinen Wechsel. Und sonst hätten wir den lieben Hagen, den der Christian in unserer WhatsApp-Gruppe gerade in den Sturm fordert, den hätten wir dann da mit der Tafel gesehen, tun wir aber nicht. Sondern wir sehen, dass unsere Jungs in Weiß jetzt wieder da sind. Von rechts nach links geht es gleich, wenn die Musik hier ausgeht und die Pfeife ertönt. Aber ich tippe 1:0 für unsere Viktoria übrigens. Ach, du wolltest noch tippen. Ja, dann nehmen wir es so gerne mit. 84. Minute, Simon Handel. Ah, du, Henrik, wenn wir 1:0 gewinnen, dann kann ich mich jetzt hier ganz entspannt zurücklehnen und du kommentierst dir gleich, wie wir das 1:0 machen. Ich meine, das habe ich ja jetzt schon gesagt. Das habe ich jetzt schon vorweggenommen, aber... Ja, jetzt ist die Spannung auch raus. Aber bleibt trotzdem dran. Ihr wollt ja wissen, wer das 1:0 macht. Genau. Ich kann euch sagen, noch nicht sagen, wer das 1:0 macht, ich kann euch sagen, wer den Anschluss macht, Patrick Sontheimer. Das Spiel läuft wieder, zweite Halbzeit zwischen Wien Wiesbaden und Viktoria Köln und der erste lange Ball direkt in die Wiesbadener Hälfte, aber leider auch direkt der Ballgewinn der Wiesbadener. Sontheimer kommt nochmal ran, haut ihn dann in Richtung des Wiesbadener Torhüters. Hendrik, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und das sagt auch der Stadionsprecher, die zweite Halbzeit
Wir freuen uns. Sascha Mockenhaupt jetzt mit dem weiten Ball Richtung 16er. Oh, da ist Hollerbach, der stolpert da. Kein Foul. War da ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, Ise gibt den Ball da zurück. Und das Spiel beginnt so, wie es angefangen hat. Mit Wiesbaden im Ballbesitz. Ja, die jetzt mit dem weiten Ball Richtung Parteien war das. Aber da Moritz Fritz, da doppelter Kopfball, sehr stark. Und boah, der Seitfallzieher von Patrick Sontheimer, der damit... Ja, Robin Meissner schickt, aber Gülein, ja, verstolpert den Ball und Meissner läuft allein aufs Tor zu und nein, was eine Parade, Simon Steele! Ja! Was ein Tor! 1:0 Viktoria Köln. 1:0 und es war Simon Steele. Wahnsinn. Also, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das war Patrick Sontheimer mit einem Seitfallzieher. Eigentlich gar Wahnsinn. Nicht geplant und schickt damit Robin Meissner und Gülein. Verstolpert den Ball, hat ihn eigentlich schon sicher. Meissner gut nachgegangen. Liska erst mit der Glanzparade dagegen. Robin Meissner, aber der Nachschuss sitzt. Ja, kein Vorwurf an den Wiesbadener Keeper, der hat ihn so stark gehalten, den ersten. Ja. Aber dann Simon Steele am Start, der seine tolle Leistung heute krönt. Mit dem 1:0, direkt 46. Minute. Ja, was kann es denn Besseres geben? Ich hätte mal auf die Anzeigetafel gucken sollen, wie viele Sekunden das waren. Für alle, die sagen, wir haben da keine Mannschaft auf dem Platz. Also ihr hättet das mal sehen müssen. Die laufen da alle zur Bank und jubeln alle gemeinsam, immer alle zusammen. So soll es sein. 1:0 hier in Wiesbaden. Ihr habt das gehört. Und jetzt nehme ich erstmal einen Schluck von meiner Rhabarberschorle. Erstmal zur Beruhigung. Ich hoffe, ihr wart alle schon wieder da. Habt es mitbekommen. Also das war doch jetzt einfach stark. Ja, dieser Seitfallzieher von Sontheimer. Unfassbar. War jetzt erstmal wieder weit reingebracht. Ja, Wurz da jetzt im Zentrum für Wiesbaden. Wollen das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Da wieder Mockenhaupt. Hier waren noch nicht alle Leute zurück und schon steht es 1:0. Das ist ja wirklich fantastisch. Da Rheintaler jetzt mit dem weiten Ball Richtung Ise, aber da ist wieder Moritz Fritz. Und Lars Dietz, der den Ball klärt. Einwurf für Wiesbaden. Ja, Einwurf und die erste Führung übrigens in diesem Jahr für unsere Viktoria. Verdient. Wir sehen jetzt, dass Ise den Ball hat. Ja, bleibt da hängen an zwei Viktorianern, bekommt aber den Einwurf. Und das so etwa 8-9 Meter, ja, vielleicht ein bisschen mehr, lass uns 11 sein. Block von der Eckfahne. Im Block wird sie schon ausgezogen bei uns, sehe ich da. Einer oberkörperfrei. Du sagst, ich soll eine Jacke anziehen. Ja, bis darüber kann ich nicht rein. Vielleicht hören die Jungs zu. Aber sie sehen auf jeden Fall, dass Simon Handel gerade versucht, den Ball hinten rauszuschlagen. Und dann ist ein Wiesbadener dabei. Koppel, glaube ich, ist es. Ja, ist er dazwischen und es gibt den Einwurf. Genau, von der linken Seite, das ist Simon Handle. Ja, will, dass die Jungs da ein bisschen mehr verschieben auf seine Seite, damit er auch eine Anspielmöglichkeit hat. Ja, generell bei Einwürfen, muss ich sagen, haben wir immer wenig Anspielmöglichkeiten. Hier stehen 5 Wiesbadener und ja, keiner von uns. Oh, aber Handle kann weit werfen, da Richtung. Boah, wird aber richtig umklammert von Gülein. Steele schon wieder im Geschehen. Ja, für mich war es schon ein Freistoß. Also so. Ja, immer ein Einwurf. Aber Schiedsrichter lacht da nur drüber. Jetzt erstmal weiter Einwurf und Simon Handle. Ah, und wir holen, ja. Ja, und auch der gehört uns. Sehr gut. Also Mockenhaupt bekommt den Ball auf den Kopf, aber so ein bisschen auf den Hinterkopf. Und damit dann der Einwurf jetzt über die linke Seite. Simon Handle, wir sind in der Wiesbadener Hälfte. Wie viele Meter sind es? 30, 35? Irgendwie sowas. Irgendwo da in der Mitte der gegnerischen Hälfte sind wir. Und jetzt auch mit allem Mann in der gegnerischen Hälfte. Also nicht nur Simon Handle, der den Ball jetzt bringen wird. Meissner bietet sich kurz an, der Ball kommt aber zu Steele. Steele gegen Mockenhaupt. Oh, stark. Und jetzt Robin Meissner vor dem 16er, zieht mal ab. Und es gibt die erste Ecke in der zweiten Halbzeit für die Viktoria. Linke Seite, Hendrik. Ja, das ist echt klasse, wie wir hier beginnen. 50 Minuten gespielt. Eckenverhältnis jetzt auch 3:1 für uns. Spielstand 1:0 für uns. Mike Wunderlich schreitet zur Eckfahne da. Linke Seite. Jetzt auch endlich mal mit dem Fuß zum Tor. Mit dem Fuß zum Tor, ja, mit rechts. Aber wird den vielleicht auch wieder kurz bringen zu Sontheimer. Ja, macht er kurz. Sontheimer am Ball. Der weiter zu Mike Wunderlich. Ja, es war ein bisschen zu lässig. Ja. Trotzdem, wir weiterhin im Ballbesitz. Ich weiß jetzt nicht, was wir da machen. Kriegen da nicht mal einen Einwurf, oder doch? Doch, doch, das ist unserer. Aber Koppel gibt den Ball ab, Mensch. Aber jetzt waren alle Innenverteidiger so schön in den Strafraum gelaufen und dann wird da so eine kurze Ecke fabriziert, die immer in einem Einwurf mündet und Simon Handel kann ja weit werfen, wie wir schon gehört haben und macht es jetzt auch Richtung linkes Fünfer-Eck, aber da ist Sascha Mockenhaupt, der den Ball wegklärt. Ja, das Lars Dietz. Gibt den Ball da nochmal rein, aber da ist Liska. Simon Steele. Naja, das war für mich auch nichts. Ja, gut, hier hat er ein bisschen Körper rein gegen den Torhüter. Der kann den Ball da nicht bekommen, aber ja, sei es drum. Es gibt den Freistoß jetzt für die Wiesbaden. Ne? Wir sehen jetzt auch Mike Wunderlich deutlich stärker auf der 10. Also jetzt wirklich mit 3 Mann vorne. Das, was wir in der Halbzeit eben angesprochen haben, für die in der Halbzeit nicht dabei geblieben sind. Aber wir haben angesprochen, dass Mike Wunderlich sich sehr, sehr viel auf die Außen fallen lässt. Das sieht jetzt gerade ein bisschen anders aus.
auch wenn jetzt die Wiesbadener den Ball haben. Und das kurz machen über Eze, der sich extrem tief fallen lässt, tatsächlich. Noch hinter die eigene Dreierkette. Jetzt ist der Ball in der Dreierkette, Gürleyen. Eze, kurze Anmerkung, ist eigentlich links außen. Der Ball ist jetzt aber rechts außen bei Mockenhaupt. Der Ball auf Pretayen, der mit der Brust auf Jakobsen. Wir sind in unserer Hälfte, 30 Meter vor dem Tor. Taffazofer jetzt mit ein bisschen Tempo. Rechts rüber zu Mockenhaupt. Der bringt den Ball ins Zentrum. Pretayen mit dem Kopf auf Wurz. Wurz auf Eze. Eze auf Hollerbach. Wir sind auf der linken Seite kurz vor dem 16er. Hollerbach ein bisschen nach außen gedrängt von Lastitz, der da dazwischen geht. Und dann hat Paco den Ball und spielt ihn zu Hamza Zaghiri auf der rechten Seite. Und jetzt mal mit ein bisschen Tempo nach vorne. Zaghiri auf Mike Wunderlich, läuft jetzt über die Mittellinie, legt den Ball rechts rüber auf Robin Meissner. Meissner im 1 gegen 1 gegen Rheintaler. Kurz gespielt auf Stehle, der fällt. Kein Foul, der Ball ist jetzt bei Zaghiri gewesen. Sorry, war gerade ein bisschen gewuselt. Also Zaghiri bekommt den Ball, der geht dann tief in Richtung Mike Wunderlich, der dann im Abseits stand. Also Freistoß für die Wiesbadener. Genau, bauen jetzt auch mit Gülain. Und der auf Wurz, ja, kann den Ball da viel zu einfach wieder durchs Zentrum spielen. Sehr gut. Sehr gut. Es gibt den, aber gut geklärt, ja, im Zentrum dann noch von Sonnheimer. Und deshalb ist jetzt ein Einwurf für unsere Viktoria. Naja, eigentlich andersrum, so wie ich es gesagt habe. Aber irgendwie war da doch noch ein Wiesbadener dran. Jetzt kann Sonnheimer den Ball nach vorne schlagen. Ich weiß nicht, ob er den jetzt aus Respekt nach vorne geschossen hat. Ich weiß nicht, was er da jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall kann Wiesbaden den Ball jetzt wieder in den eigenen Reihen halten. Ball geht jetzt von Rheintaler auf links, aber da steht einfach mal gar keiner. Brooklyn Eze, auch schon viel gelaufen heute, aber den kann er beim besten Willen nicht erreichen. Deshalb gibt es den Einwurf für unsere Viktoria von der rechten Seite, Höhe 16er. Und da steht, ja, wer ist es denn? Ich kann es gar nicht erkennen. Ist das Paco? Ja, ist das Paco. Und dann Sonnheimer, ja, will den Ball nach vorne bringen, verliert den Ball aber sofort wieder. Aber sehr stark ausgebügelt davon. Chris Greger in Verteidigung steht nach wie vor unfassbar stark. Jetzt Simon Handel einfach mit dem weiten Schlag nach vorne. Ja, Stehle. Gulein im Duell, aber Wiesbaden kann sich durchsetzen. Mockenhaupt überquert da die Mittellinie mit dem hohen Ball. Brutalien ist das. Aber Greger kann den Ball da wieder gut abfangen. Und wir können den Ball in den eigenen laufen lassen. Kurz. Oh, ist ein Foul. Ah, das ist doch ein Foul. Boah, der Jakobsen tritt da mit dem Knie in den Rücken von Mike, der da liegen bleibt. Also da kann nicht keinen Foul pfeifen, sorry. Und den Ball dann auch nicht rauszuspielen. Weil wenn ich rausgespielt, bleibt da liegen. Und trotzdem spielt Wiesbaden weiter bei jetzt am Elfer und da ist Britannien. Also jetzt lass den Ball doch mal rausgehen, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Vor unseren Augen hier, also wirklich mit dem Knie geht der da in den Rücken rein. Also der Schiedsrichter, Wahnsinn, muss ich sagen, Wahnsinn, macht ab und zu keine sehr gute Figur heute, weil, also das war jetzt auch für uns hier deutlich zu sehen, wir sind zwar nah dran, aber ich stand noch näher dran. Und er hat wirklich ein, ich weiß nicht, ob es das Knie war in den Rücken oder auf jeden Fall ein Arm. Es war auf jeden Fall ein Schieben da und das muss man auch mal pfeifen, finde ich. Also bei der Linie, die der Schiedsrichter seit Beginn fährt. Gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir beide wissen gar nicht so, was wir sagen sollten. Hier oben kommen schon Rufe, Moritz Fritz solle doch bitte sein. Aber er hat sich vertan erst. Er meinte, der 22er oder der 22er, den gibt's gar nicht. Nö. Was es auch nicht gibt, ist Viktoria Ballbesitz, sondern Wiesbaden an. Nee, jetzt gibt es Viktoria Ballbesitz, weil Schiele sich den Ball holt in der eigenen Hälfte. Super auf Sonnheimer. Sonnheimer versucht, Mike einzusetzen. Ja, dabei geht es jetzt zu den Wiesbadenern. Taffazofer und wieder Sonnheimer mit dem Kopf da. Und jetzt gibt er endlich mal ein Foul. Jetzt gibt das mal. Und auch das war ein Foul, das eben war zwar noch ein bisschen deutlicher, aber das gibt es. Da versucht Hoppel dann Sonnheimer irgendwie den Ball im Liegen anzuschießen. Naja, gut. Wir sind in der 55. Spielminute. Es gibt Freistoß für die Viktoria. Etwa in Höhe der Mitte der eigenen Hälfte, würde ich sagen. Chris Greger wird den machen. Ja, führt den Ball jetzt auch auslang in Richtung Simon Handel. Der läuft ja in Richtung 16er und bekommt den Ball gegen Hoppel. Ja, Simon Handle bringt den Ball in die Mitte, aber in die Hände von Diska. Und jetzt bleibt Simon, Simon bleibt liegen, hat irgendwas am Fuß oder am Knie, wie auch immer. Haut da auf den Rasen, das sieht gar nicht gut aus. Ist der wohl weggerutscht? Oh nein. Das sieht nicht so gut aus. Oh nein. Ja, dann müssen sofort die Physios ran. Die medizinische Abteilung ran, Ben und Tim jetzt im Vollsprint darüber. Wahnsinn. Er ist ja weggerutscht, der Ball war, hat er noch versucht, die Flanke reinzubringen, wurde dann abgefangen. Wird wohl umgeknickt sein. Ich glaube auch. Also irgendwie weggerutscht, umgeknickt in einem. Kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Wir sehen, Niklas May hat jetzt schon die Spielkleidung an, macht sich drüben warm.
Kriegt jetzt von Hagen noch das Leibchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Das wäre so bitter. Das wäre so bitter. Also Simon hat bisher in dieser Saison echt Glück gehabt. War nicht verletzt, obwohl er die ganze Vorbereitung eigentlich verletzt gefehlt hat. Ah, zumindest steht er jetzt mal wieder. Aber... Nee, also Ben und Tim gehen jetzt mit ihm auch raus. Nee, läuft nicht rund. Nee, gar nicht. Oh Mann. Aber er läuft selbstbewusster, als es zuerst aus. Also, versucht jetzt auch langsam anzujoggen, anzulaufen. Aber ja, Niklas zieht sich jetzt auch wieder die Jacke an. Okay, also Simon wird wohl wieder reinkoppen, nimmt jetzt wieder Tempo auf. Das sieht gut aus. Ja. Hebt jetzt die Hand, will auch wieder ins Spiel rein. Das übrigens schon wieder läuft. Gürleyen mit einem langen Ball in Richtung 16er. Da ist nur Chris Reger, köpft ihn erstmal hinten raus. Jakobsen, erster Ball. Zweiter Ball Sagiri. Dritter Ball wieder Gürleyen. Im Mittelkreis rüber auf Rheintaler, auf die halblinke Seite. Der versucht Hollerbach mitzunehmen. Da ist aber nur Paco Koronkiewicz und kommt nicht an den Ball. Damit gibt es den Einwurf für die Viktoria vor den Augen des Gästetrainers Markus Kauczynski. Also knapp vor der Mittellinie, vielleicht so 10 Meter. Paco reibt den Ball an seinem schönen weißen Capelli-Trikot, wirft ihn zu Sontheimer. Sontheimer mit dem hohen Ball, da ist Gürleyen. Und dann Wurz mit dem Ball auf Hollerbach, kein Handspiel von Chris Träger. Ja, ein bisschen Gewusel, Ball halt rausgeschlagen von Paco auf die Brust von Robin Meissner, setzt sich dagegen Gürleyen durch und dann ja, macht Gürleyen das stark, schubst Meissner so ein bisschen, aber ohne Foul und so geht der Ball ins Aus und gibt Einwurf für die Gastgeber. So sieht's aus. Die haben echt nachgelassen, die Wiesbadener. Sagen wir es nicht zu laut. Hoffentlich bleibt es. Ja, ich wollte noch dazu sagen, darauf kann man sich niemals verlassen. Aber es ist halt wirklich auffällig, vor allem auch jetzt beim Einwurf mit der Ungenauigkeit. Deswegen ist Einwurf für unsere Viktoria direkt vor der eigenen Bank. In der Wiesbadener Hälfte, etwa 35 Meter vom Tor. Aber Sagiri ist so gütig und gibt den Ball direkt wieder zurück an die Wiesbadener, die jetzt vielleicht mal kontern können mit dem weiten Ball. Da ist ja Simon. Boah, Simon hat sehr stark geklärt, da gerade noch so vor Hoppel. Da aber trotzdem Wurz am Ball. Da wieder der Hoppellauf rechts. Wurz gibt den Ball. Ja, wollte in der Richtung 16er chippen, aber nicht mit Moritz Fritz, der den Leder da gut klären kann. Dann über Sontheimer, der mit dem Fehlpass zu Taffertshofer. Es reißt nicht ab mit den Fehlpässen. Jetzt Hoppel mit der Flanke Richtung Ben Voll, ja, der ihn fängt. Da war wirklich gar keine Gefahr. Versuchen jetzt auch oft mit hohen Bällen die Wiesbadener, was tatsächlich nicht vom Erfolg gekrönt ist. Offensichtlich, weil man eben auch da irgendwie unterlegen ist. Allerdings den hohen Ball bekommen sie jetzt, den von Ben Voll. Und laufen da jetzt auch in Richtung unseren 16er. Mit Jakobsen 60 ja erstmal durch gegen Sagiri. Ja, da fällt jetzt in Wiesbaden aber ohne Foul. Mockenhaupt hat den Ball, schlägt ihn jetzt wieder weit, aber in die Füße da von Paco. Erster Kontakt direkt auf Meissner, der versucht es mit der Hacke, aber der Ball kommt dann nicht durch. Und so sind es wieder die Wiesbadener, die ja gleich dreifach wechseln werden. Oh, das wird sportlich auch für uns. Weil wir die Rückennummern gar nicht sehen, weil die Spieler mit dem Gesicht zu uns sind, die Bänke sind gegenüber von uns. Ja, die werden sich schon noch drehen. Jetzt aber erstmal Mockenhaupt hier auf der rechten Seite, direkt vor unseren Augen, den können wir ganz gut erkennen, genauso wie Wurz jetzt den Ball hat. Und den erstmal zurückspielt in den Mittelkreis auf die Mittellinie zu Ahmed Gürleyen, der zu Rheintaler. Jetzt die Innenverteidiger der Wiesbadener extrem hoch. Jetzt die Flanke auch vom Italiener. Oh! Und der kommt durch auf Priatin und dann ist es Gregor, der ihn da raus. Ja, Gregor unterläuft da den Ball erst. Ja. Kurze Gefahrensituation. Da ist mal Hoppel, kann den Ball Richtung Elfer Punkt bringen und dann Greg verstolpert da Gregor den Ball, da ist gewuselt im Fünfer und am Ende hat er voll den Ball. Ben voll. Also er versucht Fritz den rauszuköpfen, der geht aber irgendwie ganz kurz. Den trifft er gar nicht so richtig hier in der 59. Minute. Aber guck dir mal den Boden an am Elfmeterpunkt. Da wird jetzt tiefer stolpert. Der Boden, eine Katastrophe da. Ja, sieht man tatsächlich. Also das ist nicht der grüne Rasen, das ist schon fast der braune Rasen. Langer Ball von Voll in Richtung Stehle. Verliert auch da das Kopfballduell. Jetzt Benedikt Hollerbach und Dietz ist da. Kein Foul, langer Ball in Richtung Meissner. Der ist in der Wiesbadener Hälfte und hat den Ball jetzt mal. Und das ist das, was wir eben angesprochen haben. Mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball halten. Das macht Robin jetzt mal, bis dann der zweite Mann dazwischen kommt. Eze und da das Foul zieht und dann auch den Freistoß bekommt. Jetzt der Dreifachwechsel. Hendrik, da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen. Wir schneiden uns an. Reingeht und wer da irgendwie rausgeht. Also rausgehen, glaube ich, wird für uns kein Problem, dass reinkommen. Wir können ja schauen, was der, gesagt, hören, was uns der Stadionsprecher denn sagt. Ja, tatsächlich. Ja, ich mache auch nebenbei den Kicker mal an. Interne Verbindung ist ja doch ganz gut hier, zum Glück. Ihr merkt es, wir sind noch nicht rausgeflogen. Ja, das war ja letztens im Podcast noch Thema. Die haben auch eine Anzeigetafel. Siehst du? Also 5 raus, 7 rein. Bedeutet Taffertshofer raus, Robin Heusser geht rein. 21 raus, 14 rein.
Hollerbach geht raus und Lukas Brumme kommt. Und der dritte Wechsel wurde schon gemacht. Oder findet nicht statt. Oder findet nicht statt, doch. 15 raus, 17 rein. Das bedeutet, Rheinthaler geht raus, also der Innenverteidiger. Und rein kommt Florian Carstens. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit Häuser, Brumme und Carstens kommen jetzt genau drei Leute, wo ich am wenigsten zu weiß und sagen muss, dass sie, glaube ich, auch generell am wenigsten in Erscheinung getreten sind, im Gegensatz zu so einem Sunajar oder Nico Riebler auch oder Jans Frost, die ja schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, Gia Fechner. Aber wir lassen uns überraschen. Was wir sagen können, ist, dass es jetzt kein Foul ist, auch wenn die Wiesbader hier Elfmeter haben wollen. Aber Lass, die zählt ihn da nicht. Der fällt einfach viel zu einfach, der neu ins Spiel gekommen ist. Jetzt schubst er das Sontheimer weg. Das Spiel sollte weiterlaufen. Also Brumme schwert sich da jetzt. Schubst er den Sontheimer einfach weg? Was soll denn das? Rheinthaler, jetzt neues Spiel mit der Nummer 17, Florian Carstens. Wir sagen jetzt mal gar nichts. Es gibt eine kurze, ja, ich will nicht sagen Rudelbildung, aber die gehen ja alle irgendwie zum Schiedsrichter von beiden Mannschaften. Obwohl er eigentlich nur mit Sontheimer und mit Brumme reden will. Was jetzt auch dann der Fall ist, bei Wunderlich, da feuert nochmal seine Kollegen an, ja, dass man da im Spiel drin bleibt, auch wenn die jetzt hier dreifach gewechselt haben, was der Wiesbadener mit Sicherheit gut tun wird. Was wir sagen können, es bleibt anscheinend bei der Dreierkette vorne dann vielleicht die ein oder andere Umstellung. Eze hat aber weiterhin den Ball, wird ihn noch einwerfen, wird weiter über die linke Schiene spielen, so wie es aussieht. Und Brumme macht sich hier direkt sehr unbeliebt mit dem Schubser. Ja. Wir hier mal ein bisschen provozieren. Ja, aber hey, wir holen uns den Ball und verlieren auch leider dann wieder zu schnell, diesmal über Hamza Sagiri, der da aber sofort nachsetzen will. Ja, jetzt werden wir zunehmend in unsere eigene Hälfte gedrängt. Aber jetzt Stehle, der den Ball da antizipiert. Ich spiele ihn auf Mike Wunderlich. Wir sind ja im Mittelkreis. Mike wartet jetzt, bis Simon Handle mitkommt. Nehmt auch mit auf der linken Seite. 35 Meter vor dem Tor. Es ist ein bisschen Tempo drin. Es ist kein Volltempo, sondern der Ball auf Stehle und der verliert ihn dann. So, jetzt der Ball ins Zentrum. Fritz, zweiter Ball gehört jetzt den Wiesbadenern. Dritter Ball Chris Greger. Vierter Ball Patrick Sontheimer. Der fünfte Ball wird wieder zum Mockenhaupt gehen. Ja, so ist es. Köpft ihn nach vorne auf Greger. Der Kopfball kommt wieder bei Mockenhaupt an. Sontheimer will dazwischen gehen, bekommt den Ball nicht. Jetzt Mockenhaupt kurz vor dem 16er. Legt ab auf Roppel. Roppel mit der Flanke in die Mitte. Da ist Moritz Fritz, köpft ihn erstmal raus. Aber der zweite Ball ist bei Eze. Der nimmt ihn per Volley und erstmal abgeblockt von Paco Gonkiewicz. Und jetzt vielleicht der Konter über die rechte Seite. Das ist viel los gerade. Und jetzt erstmal Robin Meissner über die rechte Seite. Läuft über die Mittellinie. Setzt sich da gut durch gegen Eze. Immer noch Robin Meissner. Auf der linken Seite sind zwei Mann. Und weiterhin Robin Meissner am Ball. Und jetzt wird der gefoult. Und es gibt den Freistoß auf der rechten Seite auf Höhe der 16-Meter-Kante für Viktoria Köln. Ja, Meissner hat das echt geschickt gemacht, da auf rechts Körper gut reingestellt, holt er den Freistoß raus. Und es gibt die gelbe Karte auch noch für Brooklyn Eze, der auch immer mehr abgebaut hat in diesem Spiel. Am Anfang eigentlich noch gut dabei, aber mittlerweile auch genau wie das ganze Wiesbadener Team, was man ja auch in den Wechseln gesehen hat, schwächelt, aber... Also mit Verlaub, ne? Robin ist ja jetzt nicht Simon Stehle, der da mit Usain Bolt-Tempo runterläuft. Aber er macht es halt super mit seinem Körper, muss man einfach mal sagen. Ja, das stimmt. Liegt da jetzt auch leider immer noch. Mike und Paco sehen wir da auch beim Schiedsrichter. Aber das Gute ist, wir haben ja noch nicht einmal gewechselt bis jetzt. Das heißt, Tatsache. Wir haben da noch ordentlich Möglichkeiten, auch gerade vielleicht für die gelb vielleicht die Spieler. Genau, vielleicht die in der Halbzeit nicht mit dabei waren. Also wir haben noch ein paar Jungs auf der Bank sitzen. André Becker, Luca Masaila, Marcel Risse, Kevin Lenkfort, Florian Heister, Jamie Siebert, Michael Schulz, Niklas May und Elias Börtner. Und die schauen sich jetzt da mal aus der Ferne an beim Aufwärmen mit Florian Barban, unserem Athletiktrainer, dass der Freistoß gleich kommen wird. Sehr wahrscheinlich wieder von Mike Wunderlich. Rechte Seite, das ist keiner, den man direkt bringen kann, aber als gute Flanke. Er steht ja jetzt mit Sontheimer, Absicherung durch Sagiri, Handle und Kornkiewicz. Und jetzt ist der Ball freigegeben. Mike Wunderlich hebt die Hand, bringt den Ball in die Mitte. Der kommt scharf, aber nicht auf einen Viktoriespieler. Aber zweiter Ball. Robin Meissner versucht ihn anzunehmen. Ja, jetzt ist es Simon Handel auf der linken Seite, kurz vor der Seitenauslinie. Wieder auf Meissner. Der rutscht da weg, ist zuletzt am Ball und es gibt Abstoß für die Wiesbadener. So sieht's aus. Aber dieses Rasenthema zieht sich hier echt durch. Ja, und es wird auch immer schlimmer natürlich mit voranschreitender Spieldauer. Mal gucken, was uns das noch so... für Geschehnisse bringt jetzt erstmal Sascha Mockenhaupt. Oh, der kann ja viel zu einfach über die Mittellinie gehen und wird auf rechts schon wieder angespielt. Alter, ist jetzt schon am rechten Strafraum. Er kann die Flanke bringen Richtung Lenkes Fünfer-Eck. Das Brumme im Duell mit Paco. Ja, aber super. Paco kann den Ball gut, ja, sehr gut ablaufen. Henrik, kurze Anmerkung. Ich habe eben gesagt, weiterhin Dreierkette. Mir sieht das immer mehr danach aus, dass Mockenhaupt Rechtsverteidiger ist. Und Hoppel mehr im Zentrum. Ja. Auch wenn Mockenhaupt jetzt wieder in die Innenverteidigung geht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das System, dass sie versuchen, Mockenhaupt eher als Rechtsverteidiger einzusetzen mit dem Ball. Jetzt haben sie den auch wieder nach dem
Einwurf, allerdings jetzt wieder die Viktoria, Sontheimer, viel Gewusel auf der anderen Seite da. Wir sind über die linke Seite, jetzt Eze, spielt ihn zurück auf Gürleyen, auf Höhe der Mittellinie. Zurück gespielt auf den neuen Mann, auf Florian Carstens, der jetzt die zentrale Position der Verteidigung einnimmt. Und jetzt auf der rechten Seite zu Mockenhaupt. Ja, der Ball kommt eher in seinen Rücken, deswegen muss er es hinten rum spielen. Über Torhüter Arthur Liska mit der Nummer 31. Kurz wieder auf den eingewechselten Florian Carstens. Versucht den Ball ein bisschen nach vorne zu treiben und schlägt ihn jetzt auch lang in Richtung Koronkiewicz, der mit dem Kopf auf Hamza Sagiri kann sich durchsetzen. Jetzt auf der rechten Seite, kurz vor der Mittellinie. Ja, Stehle verliert ihn wieder. Aber dann Lars Dietz kommt da und holt ihn auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt Mike Wunderlich auf Robin Meister. Nein, das kann doch gar nicht sein. Wie soll das denn gehen? Gibt Abseits. Ah, aber wie ärgerlich, er hat da so viel Platz. Vielleicht stand er schon ein bisschen zu weit vorne, aber ja, das war doch jetzt unnötig. Schade. Ja, sah mir auch eine Abseits aus, ehrlich gesagt. Da muss er ein paar Schritte vormachen, dann ist er durch. Ja. Aber wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Man muss sagen, Mike hat das super gesehen. Ja, es war auch sehr plötzlich. Also, ja, das ist, auf jeden Fall. Dynamisch. Willkommen zur heutigen Zuschauerzahl, präsentiert von so. Der SVW Wiesbaden. Und jetzt erstmal. Ihr hört 3561 Zuschauer. Jetzt erstmal Wiesbaden am Ball vom Strafraum. Ja, da ist Jakobsen, der muss den Ball wieder zurückspielen zu Carstens, ist das. Geht den Ball rechts raus zum Mockenhaupt. Ja, mal wieder auf rechts unterwegs, halb rechts. Gibt er den Ball zum Strafraumeck. Und da stand Johannes Wurz, der den Ball direkt einfach mal genommen hat. Ball geht übers Tor. Also hier ist echt noch die Messe nicht gelesen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Müssen wir nachlegen. Wollen wir doch die ersten drei Punkte in diesem Jahr holen. Das wäre so unfassbar wichtig. Ja, aber Henrik, du hast doch gesagt, wir gewinnen hier 1-0. Ach ja, ich sagte es. Dann kassieren wir einfach keins mehr. Hauptverantwortlicher ist da Ben Voll, der jetzt den Abschluss bringt. In der 68. Spielminute, Ball in Richtung Mittelkreis, Jakobsen, zweiter Ball Wurz, dritter Ball ja irgendwie mich aus Brumme und Wurz, jetzt auf jeden Fall auf der linken Seite, der Ball bei Eze und dann Lars Dietz hat wieder den Fuß dazwischen. Klasse gemacht von unserem Verteidiger. Ball auf Simon Scheele und der schickt jetzt Robin Meissner in die Tiefe, läuft dagegen Carstens in Richtung 16er, kann sich erstmal durchsetzen, hat den Körper drin, läuft in Richtung Eckfahne und setzt sich super durch, Robin Meissner. Jetzt der Ball auf Paco Konkiewicz, der wird die Flanke bringen auf den zweiten Pfosten in Richtung Simon Handle. Handle mit dem Kopf, die Ablage in Richtung Wunderlich, kommt nur auf den Kopf von Gürleyen. Jetzt Sontheimer, Handle kurz vor dem 16er, will den Ball rüberspielen auf Meissner, Kopfballabwehr, jetzt Simon Stehle im Duell mit Brumme, Brumme bekommt den Ball, Gefahr gebannt auf der linken Seite, Eze ist zuletzt dran und damit der Einwurf für die Viktoria, 35 Meter vom gegnerischen Kasten entfernt, Paco Ronkiewicz jetzt vor den Augen von Marcel Risse und Luca Masaler, die gleich aufs Feld kommen werden, sich da die letzten Instruktionen bei Markus Bjenska holen, weil jetzt bei Sontheimer zurück auf Ronkiewicz, Sontheimer setzt sich gut durch, wird da zu Fall gebracht und es gibt den Freischuss auf der rechten Seite. Weil der Assistent es anzeigt. Ich weiß gar nicht, der Schiedsrichter hält, glaube ich, gar nicht. Nee, der ist schon wieder zur anderen Seite gelaufen. Aber der Wahnsinn. Assistent hat die Fahne gehoben. Es wird ein Freischuss, das muss man sagen. Unsere Viktoria macht das wirklich sehr geschickt, abgeklärt. Ja, viel anders zur Kritik in den letzten Spielen, aber heute nach Stotterstart immer besser. Klar, das müssen die Jungs jetzt aber noch halten. Gut 25 Minuten mit Nachspielzeit mit eingerechnet. Jetzt erstmal Freistoß, halbrechte Position. Ja, etwa 20 Meter vor der Eckfahne. Das ist Mike Wunderlich. Gibt den Ball mit rechts vom Tor weg. Und... Ja, aber zweiter Ball. Zweiter Ball. Nee, ja, nee, geklärt. Ja, jetzt aber. Aber Simon Handel schießt den Ball dann nochmal im hohen Bogen in den Strafraum. Ja, gewuselt. Und am Ende schießt Lars Dietz aufs Tor. Ja, bisschen aber wird voll gepfiffen. Stürmer faul. Ja. Und Wiesbaden kann in der 70. Minute wieder aufbauen. Das ist Mockenhaupt, der den Ball weitergibt zu Jakobsen. Ja, Wiesbaden hat jetzt aber auch einige Lücken, müssen jetzt auch viel mit hohen Bällen agieren. Boah, und da ist Simon Handle vor Hoppel da am Start auf der linken Außenbahn. Und der Ball jetzt wieder in den eigenen Reihen von Wiesbaden. Ja, die jetzt hier natürlich auf das 1:1 drängen im Heimspiel. Und der tiefe Ball zu Johannes Wurz geht halbrechte Position. 25 Meter vor dem Tor, da ist Mockenhaupt, der jetzt am rechten Strafraum-Eck zu Hoppel spielt, der den Ball Richtung Elferpunkt gibt, aber ja, da ist Fritz am Ball, da muss er aufpassen, dass er mit der Hand nicht an den Ball kommt, ist er mit dem Bauch am Ball, aber das war, sah jetzt schon kritisch aus. Tempo rein. Ja, Tempo. Hamza Sagiri. Ja, versucht jetzt Paco mitzunehmen, ja, aber nicht in den Lauf, sondern in den Fuß und dann verlieren wir den Ball. Ach Mann, da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Jetzt erstmal die Wiesbadener hintenrum über den eingewechselten Florian Carstens. Jetzt Hoppel. Eben haben wir gesagt, der spielt mehr im Zentrum. Lässt sich jetzt da mal jetzt in die Innenverteidigung fallen. Wahnsinn. So, Ball ins Zentrum. Häuser auf Mockenhaupt. Mockenhaupt
spielt ihn erstmal zurück. Wir müssen jetzt so ein bisschen die Hand vor die Augen nehmen, weil die Sonne steht jetzt relativ tief. Aber sehr schön, dass wir die Sonne hier sehen. Ihr könnt euch vorstellen, die eine Hälfte hier auf unserer Seite ist komplett von der Sonne bedeckt, die andere vom Schatten, so mehr oder weniger. Schattig auch leider gerade dieser Ballverlust von Hamza Aguirre. Der Ball geht ins Aus, gibt Einwurf. Und damit die Möglichkeit, dass wir den lieben Hagen jetzt mal in Aktion sehen, denn es wird gewechselt. Es kommt Luka Masaila in die Partie für Simon Steele, der noch nichts von seinem Glück weiß. Der muss jetzt mal rübergucken da. Simon, der Hagen hat was für dich. Ja, leider eine Auswechslung. Also Simon Steele geht raus, hat ein super Spiel gemacht, hat das 1-0 gemacht, vorhin in der 46. Minute. Und Mike Wunderlich geht raus, für ihn kommt Marcel Risse in die Partie hier in Minute 71. Denke zweimal positionsgetreu. Ja, wo du gerade sagtest, Hagen in Aktion, haben bestimmt schon viele gedacht, Hagen wird jetzt eingewechselt, aber soweit ist es noch nicht. Aber wir sind soweit, dass das Spiel weiterläuft für Lien auf Carstens. Jetzt wirklich nur noch mit zweimal. Also Mockenhaupt jetzt wirklich viel, viel höher. Carstens trägt den Ball nach vorne, angelaufen von Marcel Risse, aber kriegt ihn rüber auf Mockenhaupt. Super Annahme mit der Brust. Mockenhaupt gegen Sontheimer. Aber der ist da dazwischen. Ball geht erstmal ins Aus. Gibt Einwurf für Mockenhaupt. Etwa 15 Meter, ja, vielleicht 20 von der Eckfahne entfernt. Ja, gibt den Ball zu Hoppel. Hoppel spielt kurz, bekommt den Ball wieder zurück. Mit der Hacke jetzt abgelegt. Und nochmal mit der Hacke. Und der Ball kommt jetzt zu Hoppel und der hat den zweiten Pfosten und der ist drin, das gibt es doch nicht. 1-1. 1-1, das war die Nummer 18, Ivan Pretain. Und das ging viel zu einfach da auf rechts. Und wir hören die Gladbach-Torhymne. Ja, das freut mich nicht. Ja, da fällt einem kaum was zu ein. Hier gibt es einen Doppelwechsel und so schnell fällt dann das Tor. Einfach weil keiner bei Pretain ist, der ist da im 5-Meter-Raum und kann einfach einköpfen und wenn voll kein Vorwurf, der kann überhaupt nichts machen. Aber das war so unnötig, wir waren so gut im Spiel und da geschlafen auf unserer linken Seite. Oh, und jetzt, wenn voll stolpert und der Ball geht aus, es gibt eine Ecke. Also, jetzt nochmal aufwachen hier. 1-1. Viktoria Köln. Danke! Oh Mann, alles wieder offen, 73. Minute, 1-1. Völlig unnötig, die Wiesbadener wieder ins Spiel kommen lassen. Gibt doch gleich einen Wechsel, Niklas May wird reinkommen. Niklas May wirklich. Kommt erstmal in die Ecke hier von der rechten Seite. Brooklyn Eze ist das. Mit dem Ball mit links vom Tor wegziehen. Aber das sind so Situationen, die nicht passieren dürfen. Da war auch keine Möglichkeit mehr für die Verteidigung einzugreifen. Ja klar, stand frei, aber der darf gar nicht erst so zur Flanke kommen. Also das darf gar nicht so entstehen, dass sie da so klein spielen können. Mit Hackespitze 1 oder 3 in der dritten Liga. Auf dem Geläuf. Also unglaublich. Naja. Jetzt erstmal die Ecke. Ausgeführt. Richtung Ben Voll, der den Ball rausfausten kann. Ball Richtung Elfmeterpunkt da. Gewusel ja, und Paco haut den Ball raus. Da ist jetzt Luka Masaila. Ja. Foul. Naja. Das ist ein Foul. Das ist ein Foul, Mensch. Ja, jetzt pfeift das auch. Ja, den haut er da um. Jakobsen will dann weiterspielen, läuft mit dem Ball nach vorne. Aber Masaila ganz, ganz klar gefoult. Und jetzt gleich den lieben Hagen nochmal in Aktion. Der wird jetzt die Tafel nochmal heben. Wir haben es eben gesagt, Niklas May wird reinkommen. Ich denke, kann nur für Simon Handel kommen. Und so ist es auch. Hoffentlich hat Simon da eben nicht noch einen Herzrundschlag bekommen. Für alle, die später eingeschaltet haben. Also Simon lag eben ein bisschen länger am Boden und die Physios waren da. Ja, da haben wir eigentlich schon gedacht, dass er rausgeht. Jetzt ist es aber so, in Minute 75, eine Viertelstunde ist ja noch zu gehen und nochmal ein bisschen Zeit für uns hier vielleicht noch das 2-1 zu machen, vielleicht auch zu verhindern, dass der Gegner hier das 2-1 macht. Aber das nur aufgrund der zweiten Halbzeit, glaube ich, wäre ein 1-1 schon fast zu wenig. Aber wir spielen ja bei Tabellenzweiten, also immer ganz ruhig. Ruhig jetzt auch bitte Moritz Fritz, verliert den Ball dann nicht, macht das gut. Blick hin zu Chris Greger, Greger und dann der mit dem Fehlpass, unglaublich, Hoppel. Ja, und der will da vorbei, kriegt den Ball aber nicht vorbeigelegt an Chris Greger, der jetzt einen langen Ball steckt in Richtung Luka Masaila. Der läuft in den 16er, ist jetzt im Duell mit Florian Carstens. Immer noch Luka Masaila auf der linken Seite. Ecke. Nee, keine Ecke, da war keiner ran. Keine Ecke. Schade. Ja, da will er irgendwie zu weit. Also da hätte Luka Masaila gerne noch 10 Meter Feld gehabt. Hat aber leider nicht. Und somit dann jetzt Abstoß für die Wiesbadener auf der linken Seite Eze im Duell mit Paco Kornkiewicz. Und der jetzt mal mit dem tiefen Ball in Richtung Brumme. Hendrik. Ja, Brumme. Auf links am Ball, ja, kann er nach innen ziehen. Dietz im Duell mit ihm ist zu weit weg. Ja, Dietz und Brumme immer noch im Duell. Super, lass Dietz, super. Dietz kann den Ball blocken und es gibt auch nur den Einwurf, nicht die Ecke, aber quasi direkt an der Eckfahne Einwurf für Wien Wiesbaden von der linken Seite.
die jetzt hier nochmal Auftrieb natürlich bekommen haben durch, das muss man schon sagen, überraschend 1:1, also in dieser Phase des Spiels, aber wir sind im Hier und Jetzt und es ist, wie es ist. Und Wiesbaden ist im Ballbesitz und kann den Ball da viel zu einfach wieder auf links dann in den Strafraum bringen und da versucht es Wurz artistisch da mit dem, ich wollte schon sagen, Drehseitfall-Querschuss. So hätte man es bezeichnen aus allem irgendwie. Aber ich glaube, es sollte ein Seitfallzieher werden im Endeffekt. Und ja, zum Glück nicht von Erfolg gekrönt, denn er springt am Ball vorbei, ist ein Abstoß. Ben Voll macht's kurz. Und ja, was ist denn da jetzt passiert? Weißt du, ja, da ist, gesehen? Ja, da ist Petaillen zu schnell in den 16er gelaufen. Deswegen Wiederholung. Ben Voll darf jetzt gleich nochmal abstoßen. Ja, auch bei uns übrigens, Vollständigkeit halber, durch die Wechsel keine systematischen Veränderungen. Aber dafür in langer Weile von Lars Dietz in Richtung Robin Meissner und der mit dem Kopf weiter in Richtung Masaila. Mockenhaupt hat den Fuß dazwischen, rechts rüber auf Eze mit dem Kopf. Zweiter Ball Meissner, dritter Ball Masaila, vierter Ball dann Carstens, der das super macht. Legt den Ball ins Zentrum und jetzt Luca Masaila holt sich den Ball zurück. Super gemacht. Und jetzt laufen wir da mit Volltempo in Richtung Wiesbadener 16er. Marcel Risse bleibt dann hängen mit dem Ball, aber der zweite Ball geht auf Masaila. Links rüber auf Niklas May, der in den 16er zu Sondheim, aber der ist ein Ticken zu lang, einen kleinen Ticken. Und so hat Arthur Liska den Ball, der Torhüter der Wiesbadener. Wir sehen gerade auf der Anzeigetafel, es sind viele Tore gefallen bei den anderen Spielen, aber wir wollen natürlich nicht spoilern für alle, die dann nachher die Sportshow schauen wollen. Aber ich glaube, meine Tipps waren schlecht. Ich glaube, Daniel hat die Nase vorn. Oh, weia. Jetzt der weite Ball von Jakobsen auf Hoppel da. Auf rechts ist kein Abseits. Ey, mit zwei Mann kriegen die nicht gestoppt. Aber doch jetzt, Niklas mal super. Stark. Jetzt hat Sondheimer das Spiel mal ein bisschen vor sich, hat ein bisschen Platz, legt den Ball ins Zentrum zu Marcel Risse, der weiter hat den Ball zu. Ja, wer ist es denn? Paco mit, Paco mit, jawohl! Paco mit auf rechts, der ist jetzt da durch. Am rechten Strafraum, wir können jetzt nach innen ziehen. Gibt den Ball. Nein, aber das war viel zu schwach. Das war zu vorhersehbar. Und da war dann im Endeffekt Florian Carstens. Da hätte man deutlich mehr draus machen können. Aber da, Paco, der geht da dazwischen mit dem Ball wieder. Haben wir wieder gefoult. Wir haben den Freistoß. Gerade Eckfahne von der rechten Seite. Ja, aber warte. Hä? Was regt sich der Paco da jetzt auf? Ja, es gibt die gelbe Karte gegen Gürleyen. Okay, habe ich nicht verstanden, was Paco da wahrscheinlich, weil er überhaupt gefault wurde. Ich glaube, das ging nicht an den Schiedsrichter. Doppelwechsel gleich bei der Viktoria. Heister und Becker werden kommen. Ich denke aber, erstmal wird der Freistoß kommen. Und erstmal kommt noch die gelbe Karte für Paco. Wahrscheinlich wegen Aufregen. 78. Minute, zwei Verwarnungen, ein Freistoß. Marcel Risse, nachdem Mike Wunderlich ja jetzt nicht mehr auf dem Feld ist, macht es dann gleich Marcel Risse, unser Kapitän. Und wir sehen die Wiesbadener, die verteilen sich dann eher im Zentrum. Wir sehen hier Niklas May kurz, Sagiri kurz in so einem ungedeckten Raum vor dem 16er. Vielleicht ganz interessant, da auch mal die Möglichkeit zu suchen. Erstmal, Marcel Risse muss überhaupt den Ball freigegeben bekommen. Das ist noch nicht so wichtig. Schiedsrichter macht jetzt ein paar Schritte nach hinten. Zeigt auch nochmal der Ein-Mann-Mauer, bestehend aus Lukas Brumme. Wo die Mauer, wo der Herr Brumme zu stehen hat. Läuft jetzt da in diesem Halbkreis und der Ball ist freigegeben. Marcel Risse wird den Freistoß bringen von der rechten Seite, kurz vor der Eckfahne. Hand gehoben, Risse bringt den Ball und schießt ihm ins Gesicht. Also. Ich wollte noch sagen, nicht, dass er gleich einen Brummer guckt. Hä? Warum gibt es denn da jetzt einen Einwurf für... Also schlecht hätte es nicht laufen können. Risse schießt Brumme ins Gesicht, der Ball geht von Brumme zurück und anscheinend Marcel Risse an den Fuß. Aber irgendwie haben wir das nicht so gesehen, aber es muss so gewesen sein, weil, geht's ja nicht. Weil da ja niemand anderes stand. Also von den Freistößen... Aber wir haben den Ball wieder. Jetzt Paco im Zentrum. Sagiri stellt den Körper rein, kann den Ball behaupten, legt ihn zu Moritz Fritz. Er sucht die Tiefe, aber nochmal einen Wiesbadener dazwischen. Jetzt Kopfballduell und Brumme. Und ja, Chris Krieger haut den erstmal da hinten raus. Das wäre fast noch gefährlich geworden. Da wären die fast mit zwei Mann durchs Zentrum gelaufen. Jetzt Lars Dietz im Zentrum, verliert das Kopfballduell. Aber der Ball kommt zu Wurz. Ja, und der schießt dann nach Sondheimer an. Ball geht rechts rüber zu Sascha Mockenhaupt und der nimmt den Einwurf. Wechsel vertagt bei der Viktoria. Sondern der Ball geht erstmal zurück auf Florian Carstens. Genau. Der das Leder gibt zu Jakobsen, der wieder zu Carstens. Ja, der jetzt das Leder einfach mal nach vorne treiben kann. Keiner geht ihn an, kann er einfach den tiefen Ball spielen. Getan im Doppelpass, das ist Heusser. Der schießt einfach mal und voll hält. Aber meine Güte, war das wieder offen da im Zentrum. Also so einfach darf es da nicht gehen. Ja, du sagst es, es ist einfach so einfach. Also das, ich weiß nicht, warum wir jetzt hier wieder... so einbrechen gerade. 80. Minute. Abstoß von Ben Voll. Ja, und da den kann keiner kriegen. Noch nicht. André Becker kommt ja gleich. Ja, aber der dritte Ball gehört uns. Marcel Risse mit dem tiefen Ball auf Robin Meissner. Läuft auf der rechten Seite in den 16er. Meissner mit dem Abschluss! Und der geht ganz, ganz knapp hinter das Tor. Eieiei, guter Abschluss. Aber
jetzt erstmal der Wechsel. Wow. Also diese tiefen Bälle auf Meißner in der ersten Halbzeit hat noch nicht so gut funktioniert. Jetzt aber funktioniert es und Risse mit dem überragenden Ball. Also Cello, muss man sagen, auch wenn er im Moment kaum von Anfang an spielt, aber wenn er reinkommt, hat er sofort einen Impact auf das Spiel. Macht wahnsinnig Spaß mit dem Mann mit der Nummer 31, der jetzt auch erstmal sieht, dass es einen Wechsel gibt. Aber erstmal bei Wiesbaden. Wiesbaden, genau. Johannes Wurz geht raus, der Kapitän, und es kommt die Nummer 30. Froese, genau. Kians Froese. Außerdem geht die Nummer 37, Brooklyn Eze, und es kommt Sebastian Rovca. Sehr gut gesehen, lieber Hendrik. Ich glaube, wir wechseln noch nicht, oder? Und wir werden noch nicht wechseln, aber Heistan Becker stehen bereits schon seit längerem. Ja, ich tippe mal für Paco und Robin Meißner, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es wird wohl noch dauern. Werden wir gleich sehen. Erstmal der lange Ball, jetzt der Wiesbadener. Chris Krieger kann ihn hinten rausköpfen, der Mann mit der Kapitänsbinde. Ja, jetzt Niklas May geholt den Ball zurück. Sonntheimer langer Ball von Greger, verlängert von Marseiler, da ist aber keiner. Und somit jetzt wieder die Wiesbadener durchs Zentrum über Häuser. Ja, und Niklas May hat den Fuß dazwischen, aber auch da, wir holen den Ball, aber er kommt dann nicht zum eigenen Mitspieler, sondern zu Carstens. Boah, setzt sich gegen drei Mann durch auf Häuser. Häuser sucht dann Kroppel auf der rechten Seite, der ist viel zu frei. Wo seid ihr denn, Männer? Kroppel mit dem Ball in die Mitte und da ist Brumme. Boah, Ben voll bekommt den Ball in die Hand. Was haben wir hier für ein Glück? Also mittlerweile ist das 1:1 hier mehr als verdient, muss man sagen. Also insgesamt wird das in Ordnung. Jetzt Robin Meißner auf der rechten Seite, versucht sich da nochmal Raum zu erspielen. Schafft er aber nicht. Und jetzt wieder die Wiesbadener über die linke Seite. Ich glaube, das ist Gürlien. Ja, jetzt mit dem tiefen Ball auf Froese. Froese setzt sich durch gegen Moritz Fritz, aber nur einmal. Beim zweiten Mal hat Fritz den Fuß gegen Froese dazwischen und es gibt die Ecke und es gibt den Doppelwechsel bei der Viktoria. Hagen wird uns jetzt gleich die Anzeigetafel in die Luft strecken. Die Sonne versteckt sich hinter der Tribüne, wo gleich Paco Konkiewicz Platz nehmen wird, denn Florian Heister kommt für ihn auf die rechte Seite. Auch das ist positionsgetreu. Und André Becker wird in die Partie kommen für Robin Meißner. Also zweimal positionsgetreu. Einmal auf der rechten Seite, einmal im Sturm. Robin Meißner wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Auch Paco wieder sehr, sehr bemüht. Gute Aktion gehabt. Aber jetzt eben der Doppelwechsel. Meißner, man sieht es auch, geht jetzt relativ langsam da raus. Ich glaube, da fehlen ihm jetzt auch die letzten Körner, um da wirklich nochmal mit Volltempo rauszugehen. Jetzt erstmal André Becker und der dürfte uns auch bei dieser Ecke helfen, die es jetzt geben wird. Mit dem rechten Fuß wird die gleich in die Mitte geschlagen werden und André Becker positioniert sich mal sofort im 5-Meter-Raum. Hoffentlich kann er den Ball gleich rausköpfen. Schön wär's, wenn der Ball jetzt nicht wieder hinter Ben voll landet. Jetzt erstmal die Ecke in die Mitte gebracht, in den 5-Meter-Raum rausgeköpft von Moritz Fritz. Der Ball geht zu Luca Marseiler. Wir sind noch im eigenen Strafraum. Luca Marseiler läuft raus und haut den Ball hier erstmal zu uns auf die Tribüne und Einwurf damit für die Wiesbadener. Hoppel hat ihn und will das jetzt relativ schnell machen. Nee. Hendrik, ich glaube, er nimmt die Einwurfflanke. Ja, er wird zurück zu Sascha Mockenhaupt. Geht auf Nummer sicher. Der schlägt den Ball jetzt. Da riecht im 16, aber André Becker da. Ja, kann den Ball da aber nicht zureichend klären. Oh, jetzt Häuser im Strafraum. Buddel ja, und Becker klärt den Ball nach vorne auf die Brust von Florian Carstens, der das Spiel vor sich hat. Im tiefen Ball spielt zu Robin Häuser. Viel zu einfach im Zentrum, viel zu viel Platz. Brummen da, 20 Meter vom Tor, kann da wieder auf rechts. Wo ist Niklas? Mann. Robin auf ja, rechts super. Mit Niklas May. Da ist er. Und da ist Niklas May und er kann den Ball klären, aber trotzdem Wiesbaden weiter in den Ballbesitz. Sonntheimer schlägt die Kugel weg, dann Becker, da will den Ball auf Marseiler geben, auf links, zu ungenau. Ein Hin und Her ist das hier, aber alles in der Viktoria-Hälfte und André Becker gibt den Ball zu Marseiler da auf links. Da ist Marseiler. Ja, Luca. Ja, fällt, ja. Rutscht aus, aber kein Foul. Kein Foul, es gibt Einwurf. Noch 6 Minuten regulär. Und irgendwie gibt es gerade 2 Gründe, dass man hier leicht anfängt zu zittern. Auf der einen Seite wird es echt kalt hier in Hessen. Und auf der anderen Seite, ja, fangen wir an, ein bisschen zu schwimmen. Ja. Du sagst es. Jetzt langer Ball der Wiesbadener. Kommt erstmal bei Flo Heister an. Ja, Ben, komm raus, hol dir den. Macht er auch. Er hört uns, der liebe Ben. Und der schickt jetzt mal seine Mannen nach vorne. Der will auch nicht, dass die Jungs da so tief stehen, weil das ist echt gefährlich. Wir sehen das, wenn die Wiesbadener vorne keinen Druck bekommen, dann werden sie relativ gefährlich. Jetzt erstmal der lange Ball von Ben, der Dropkick in Richtung Becker. Ja, Carstens gewinnt das Kopfballduell. Ball geht ins Zentrum und da verliert Marseiler das Kopfball. Sontheimer, so ist es. Und dann May verliert den Ball gegen Kroppel. Das gibt's doch nicht, Kroppel. Und dann in die Hände von Ben voll. Und der kann ihn nicht festhalten. Man kriegt ihn nochmal auf der Linie. Alter. Eieiei, was ist denn hier los? Wir schwimmen aber sowas von. Soll keiner sagen, wir gehen in Wiesbaden baden. Aber eieiei, also das wäre richtig bitter geworden. Das wäre richtig, richtig bitter geworden. Jetzt erstmal lange Ball von Ben Voll auf André Becker. Erster Ball mit dem Kopf, zweiter Ball mit dem Kopf.
Dritter Ball geht auf den Kopf von Mockenhaupt. Der köpft ihn nach vorne in Richtung Froze. Froze gegen Risse. Jetzt Mai auf Risse. Risse auf Chris Greger. Wir sind jetzt in der eigenen Hälfte noch. Linke Seite. Miklas Mai hat den Ball, läuft jetzt über die Mittellinie und setzt sich da erstmal durch gegen Ian Froze. Hat komm, Tempo in den Beinen. Ja, ja, holt einen Einwurf raus. Aber es gibt Freistoß, weil gehalten wurde vorher. 86. Spielminute, nochmal hier die Freistoßgelegenheit von der linken Seite, aber ist recht weit weg vom Tor. Ich würde sagen, ja, da dürften schon 35 Meter sein. Marcel Risse bringt den Ball mit rechts zum Tor hin, aber es ist kein Ding für einen direkten Freistoß. Er wird den Ball im Strafraum flanken. Jetzt bitte mal ein guter Standard. Also da muss doch mal drin sein hier. Ja, Marcel Risse wird es, glaube ich, machen. Marcel Risse macht's und er wird den Ball. Ja, Ball ist schon freigegeben, hebt jetzt den Arm und er schießt den Ball mit Vollspann Richtung rechtes Fünfer-Eck, aber da steht einfach mal überhaupt gar keiner. Aber hey, wir haben den zweiten Ball. Wir haben den zweiten Ball. Und haben jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Kontrolle. Jetzt Ben Voll weit aus seinem Kasten raus, mit dem Langball auf die linke Seite zu Luca Masaila. Das dürfte kein Abseits sein, aber Mockenhaupt ist mit dem Kopf das Wichtige. Aber Einwurf für die Viktoria. Wir können uns jetzt mal ein bisschen von hinten absetzen, ein bisschen Befreiung auch vielleicht von hinten. Jetzt zwei Bälle da auf dem Feld. Niklas Mai geht da relativ langsam zum Einwurf hin. Ich glaube, Wiesbaden will den Sieg, weil uns werden ja schon die Bälle gebracht beim Stand von 1:1. Jetzt André Becker, Ablage auf Masaila, hohes Bein wird nicht abgepfiffen. Sontheimer mit dem Kopf, auf Becker mit dem Kopf, der zu Luca Masaila, ja, gegen Mockenhaupt setzt sich da durch, bringt den Ball zu André Becker und der zu Niklas Mai und der bringt die Flanke jetzt in die Mitte. Da ist heiß da, aber Gürlien kann erstmal den Ball raushauen. Das macht auch Mockenhaupt, haut den in die Füße von Greger, der wieder in den 16er Carstens mit dem Kopf auf Brumme, glaube ich, ist es. Und ja, er setzt sich da super durch und kann jetzt mal den Konter einleiten für die Wiesbadener. Wird angegangen von Sontheimer. Alter, das und kommt einfach da vorbei. Was ist denn hier los? Also sorry, Leute. Und danach Foul von Chris Greger. Oh, Brumme geht da viel zu einfach durchs Zentrum. Wird dann gelegt von Fritz oder Greger war es. Ich glaube, Greger war es. Aber 30 Meter vom Tor entfernt. Ich meine, dieser Brumme, der hat echt da ganz schön was auf. Wie lange hast du dir den jetzt ausgedacht, Hedrick? Also ich glaube, wir müssen mal so langsam wirklich ein Phrasenschwein hier aufstellen, Hendrik. Also liebe Radiokollegen, die ja gerade zuhören, schreibt doch mal in die Gruppe, ob wir hier ein Phrasenschwein aufstellen sollen. Ich glaube, beim Hendrik sollten wir das immer tun, da werden wir reich. Ich glaube, da können wir Flüge bezahlen nach weiß ich nicht wohin. Ja, wir wollen ja unser Spiel gerade ein bisschen schmackhafter machen, weil es wird bedrohlich. Ja. Kroppel jetzt mit dem Freistoß gelingt halt 30 Metern, aber was ein schwacher Freistoß da, direkt auf die Füße von Masaila. Aber trotzdem noch Wiesbaden mit dem Ball Richtung Elfmeterpunkt. Und da ist jetzt aber Niklas Mai vor Parteien. Und Luca Masaila auf links, aber Häuser da. Fällt und ist ein Foul. Geht er stark drauf. Also Luca Masaila, jedes Mal nach Einwechslung hat er einen so riesen Impact. Und also Jakob sagt muss und Christian sagt Phrasenschwein kann ich mir nicht leisten. Ja, Christian, du bist ja auch ein guter Kandidat für die Zahlungen in unser Phrasenschwein. Kurze Anmerkung an der Stelle, wir sind natürlich gegen Essen auch wieder da, dann mit Klaus und Jakob. Also Jakob, dann mit Phrasenschwein würde ich sagen. Und jetzt erstmal mit Ballbesitz Wiesbaden im Mittelkreis. Der Ball geht zu Greger, jetzt Sontheimer legt ab auf Moritz Fritz, wird da angegangen, aber macht das gut. Jetzt Sakiri und Sontheimer auf die linke Seite zu Niklas Mai. Ja, der ist frisch, der Mann. Kriegt den Ball auf Luca Masaila. Wir sind fast noch auf der Mittellinie. Oh. Und jetzt der Ball in Richtung Greger. Und da kommt Froze angelaufen. Mann, Mann, Mann. Der Ball Mann kommt nicht an. Jetzt Mockenhaupt. Tiefer Ball auf Froze. Das ist doch Abseits, Mensch. Ist doch Abseits. Ja. Oh, Glück gehabt hier. Mann, Mann, 89. Mann, Spielminute. Also das 1:1 ist gerade in Gefahr für uns. Oh, also ich habe hier gerade gehört, der Schiedsrichter soll so schlecht sein. Ach so. Ich finde, der ist ziemlich, also falsch für beide gleich schlecht, würde ich sagen. Hier und da. Jetzt erstmal Ben Voll. Die Sonne zeigt sich jetzt wieder, kommt da hinter dem Flutlicht doch durch und sieht jetzt auch, dass Ben Voll den Ball relativ lang schlägt zu André Becker, der mit der Kopfballablage in Richtung Niklas Mai. Hoppel ist mit dem Kopf, das ist jetzt nochmal Becker gegen Carstens, glaube ich, war es. Und Mockenhaupt köpft den Ball ins Aus. Einwurf für die Viktoria in Minute 90, es sind noch 30 Sekunden regulär zu spielen in der Britta Arena. Und Niklas Mai hat den Ball in den Händen, es sind keine Wechsel mehr möglich. Und damit ist es Chris Greger, der den Ball hat. Legt den auf Mai. Mai auf Sontheimer. Sontheimer wieder auf Luca Masaila. Und er geht links vorbei ans Mockenhaupt und er hält ihn und der fault ihn. Ey. Und ey, was macht der denn da? Ey, oh also, ja. Und dann Freistoß für Wiesbaden. Wahrscheinlich wegen Ballsperre. Geil. Also, wir haben den Schiedsrichter angesprochen. Naja, er hat bis jetzt nichts Kriegsentscheidendes vergeigt, aber bei manchen kleinen Sachen. Ja. Naja, ist es aber auch nicht so schlimm. No offense. So, reguläre Spielzeit ist um.
Und ich habe gar nicht gesehen, wie viel es oben drauf gab. Jedenfalls, wurde auch noch nicht gesagt. Nee. Jetzt aber erstmal Mockenhaupt über die rechte Seite. Ja, Masaila läuft da hinterher. Mockenhaupt läuft da in Richtung 16er. Ist vorbei an Mai, aber nicht vorbei an Masaila. Super Grätsche von Luca. Und Mai bekommt den noch, bevor er im Aus ist. Und er trifft den Ball. Und jetzt, ja, ein bisschen Ruhe hier im Stadion. Denn das war auf jeden Fall mal kein Foul. Langer Ball da von Mai in Richtung André Becker. Becker setzt sich da durch gegen Jakobsen. Hat immer noch den Ball. Oh. Legt den links raus auf Luca Masaila. Und jetzt mal ein bisschen Tempo. Er läuft jetzt über die Mittellinie. Gefolgt von Hoppel. Einwurf. Nachspielzeit. Wie viel sind es? Vier. Sorry. Vier Minuten. Vier Minuten Nachspielzeit. Vier Minuten Nachspielzeit. Boah, Leute, es wird kalt und das Spiel wird heiß. Langer Ball jetzt, das ist ein Foul gegen Moritz Fritz, der fällt da. Und im Liegen kann er da den Ball sperren gegen Brumme, weil er da vorher gefoult wird. Und jetzt Lars Dietz, aber der Ball ist immer noch bei den Wiesbadenern. Jetzt Sontheimer kurz vorm 16er und jetzt die Grätsche. Und jetzt, oh, das doch, gibt's das doch ist gar doch, nicht. Ach Mann, ey. Gelb gegen Patrick Sontheimer. Boah, was für eine Freistoßsituation. Man muss aber auch sagen, dass dieser eingewechselte Robin Häuser das geschickt macht. Der ist so flink. Da war er noch dazwischen und zieht da tatsächlich das Foul. Aber das, also Markus Kocinski hat hier mit seinen Wechseln wirklich ein glückliches Händchen bewiesen. Das muss man ihm lassen. Boah, und jetzt ist Mrovdja auf dem Feld. Und jetzt ist Mrovdja auf dem Feld und er schießt den Ball gleich. Nicht ins Tor, aber aufs Tor wahrscheinlich. Und zwar aus halblinker Position, 25 Meter. Also besser geht's gar nicht. Boah, ich will gar nicht hingucken. Mike Wunderlich hatte vorhin auch diese Position, hat da aber nur einen angeschossen. Ich hoffe, Mrovdja. Aber guck dir unsere Mauer an. Dietz, Becker, Greger und Fritz. Also ja. Viel größer, glaube ich, kriegst du das in der Liga nicht. Naja, Mrovdja wird es auf jeden Fall direkt versuchen und allzu lang wird danach auch nicht mehr zu spielen sein. Mann. Ball jetzt. Ja, jetzt freigegeben. Mrovdja. Ja, läuft an. Und schießt. Ja, in die Mauer. In die Mauer und es gibt nochmal Ecke. Oh, Leute. Von der rechten Seite. Häuser wird das da machen. Von der rechten Seite. Mit rechts vom Tor wegziehen. Alle Wiesbaden in unserer Hälfte. Nur Mockenhaupt ist der Einzige, der da noch halbwegs absichert. Aber es sind auch alle unsere Spieler im Strafraum. Jetzt die Ecke. Ausgeführt. Richtung. Linkes Fünfer-Eck. Aber. Und raus, Flo! Ja, Heißer haut ihn raus. Gut. Jetzt Brumme auf der linken Seite gegen Sontheimer. Sontheimer ist giftig und Marcel Risse ist da. Spielt den Ball ins Aus in die Hände von Markus Kautzinski. Jetzt bleibt der Wiesbadener da liegen, will noch einen Freistoß haben. Ja, Hamza geht da dazu. Oh, jetzt eine Rudelbindung. Gelb gegen Hamza Sagiri. Hamza muss da irgendwelche Worte in Richtung Brumme gegeben haben. Und jetzt wird es da immer giftiger. Da laufen alle zusammen, auch der Schiedsrichter. Da kommen die halben Bänke kommen da zusammen. Auch, da liegt einer. Boden und da wird sich aber jetzt geschubst. Oh, da liegt einer und da ist jemand draufgetreten. Oh, Brumme liegt auch immer noch. Kocinski hat den Ball in der Hand. Oh, da gibt es Karten irgendwie. Ja, Masaila muss da zurückgehalten werden. Da ist jetzt auch Lankford da, der Ex-Wiesbadener. Also wie unnötig ist das denn jetzt bitte? Ja, Jimmy, Jamir Siebert muss da auch zurückgedrängt werden. Mohamed Amsif, der Satzkeeper, ist da auch vorne in vorderster Front hier beim Meckern und beim Reklamieren. Also ich weiß auch gar nicht, mit welcher Berechtigung der das die ganze Zeit macht und auch nicht verwarnt wird. Ja. Die ganze Bank von Wiesbaden führt sich hier auf wie sonst was. Wenn man sagen muss, auch viele Jungs von uns gehen da jetzt in Richtung. Ja, natürlich. Aber ich weiß, also Hamza muss wohl irgendwas gesagt haben, glaube ich. Also mein Gott, also ich glaube, er hat ihm einfach nur ein paar Worte mitgegeben, weil er am Boden lag und es einfach für ihn kein Foul war. Aber ich meine, der Brumme hat den Sontheimer gerade nach seiner Einwechslung auch erstmal einfach weggeschubst sofort und hat auch keine Karte bekommen. Erstmal, wo du Karte ansprichst, die Schiedsrichter stehen jetzt alle drei nebeneinander. Ja, beraten sich. Oh Mann, ihr habt es mitbekommen, ab nächster Saison dann übrigens der vierte Offizielle. Jetzt sind es noch drei, die stehen da alle nebeneinander. Ich glaube, der notiert sich da jetzt gerade so ein paar Namen, die da alle gelb bekommen werden. Hoffentlich auch keine rote Karte jetzt damit dabei. Das würde dem Spiel nicht so gut tun. Boah, lange nicht mehr so gezittert bei einem Spiel. Wahnsinn. Jetzt erstmal gucken, was es da gibt. Gibt es keine Karte? Doch. Ja, jetzt ruft der Schiedsrichter namens Timo Ganzloweit da ein paar Jungs zu sich. Also ich glaube, Chris Greger geht da zum Schiedsrichter. Es gibt auf jeden Fall... Oh, Lars Dietz. Also Dietz hat schon gelb, ne? Nur mal so. Also wird ihm jetzt noch nicht gelb-rot geben? Nein. Glaube ich auch nicht. So, es geht... Petaien geht dahin. Also es gibt erstmal... Gibt es gelb für Petaien, gelb für Risse und rot! Rot! Gelb-rot für Lars Dietz. Gelb-rot gegen... Ja. Viktoria in Unterzahl. Lars Dietz wäre nächste Woche ohnehin gesperrt gewesen. Ja, jetzt ist er auf diese Weise gesperrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und bleibt bei vier gelben Karten. Oh Mann, das hat das Spiel nicht gebraucht. Wir sind wirklich hier in den letzten Zügen, in den letzten Sekunden dieser Partie.
Ja, ich glaube, die 4 Minuten sind um. Es wird ja wahrscheinlich jetzt der letzte Einwurf sein. Aber es gibt nochmal einen Einwurf hier, genau zwischen Mittellinie und Eckfahne von der linken Seite. Was ist das für eine Schlussphase? Von der linken Seite in der Viktoria-Hälfte. Morovzer steht da. Leute, haltet den Kasten sauber, Mann! Also mittlerweile ist das 1:1 wirklich, würde ich mich sehr freuen, wenn das so bleibt. Ja, es ist glücklich, muss man sagen. Der Sieg wäre schöner gewesen, aber so wie das jetzt die letzten Minuten läuft, so zerfahren und ja, was passiert denn jetzt? Was ist denn da jetzt passiert? Gab es da nochmal eine rote Karte auf der Bank? Ja, ich glaube für Simon Handel. Für Simon Handel? Glaube ich, oder? Oder? Was macht der jetzt? Ja, Leute, sorry, wir haben gerade gar nicht so richtig zur Bank geguckt und der Schiedsrichter war da. Aber der Stadionsprecher könnte auch mal was sagen dazu. Ja, aber ich glaube, dem geht es ähnlich wie uns. Man sieht hier gerade echt wenig, was gerade passiert. Was macht der jetzt? Also ist Alter, Markus Kautzinski ist da bei unserer Bank, das gibt's doch gar nicht. Was macht denn der Trainer von... Ja, das, also nee, das ist nicht Kautzinski. Nee, das ist Franz Hunderlich. Oh. Ganz ruhig, Kautzinski steht da in aller Ruhe und schaut sich jetzt an, wie der Einwurf jetzt hoffentlich irgendwann mal reingebracht wird und hoffentlich auch irgendwann mal Ich habe mich gerade ordentlich vertan. Ich dachte gerade schon, weil es sah so ähnlich aus. Nein. Wir sind wirklich weit weg, aber es war nicht der Trainer von Wiesbaden bei uns, sondern es war... Franz Wunderlich, der auch manchmal wie ein Trainer daherkommt, muss man schon sagen. Hat sich da gerade richtig aufgeregt. Ja, also, wann geht das denn hier mal wieder weiter? Also, ich glaube, Simon Handel hat echt rot bekommen, weil der muss jetzt den Innenraum verlassen. Genau. Oder, nee, es geht um Lastiz. Es geht um Lastiz, der da zu nah an der eigenen Bank stand. Ich glaube, das ist das Thema gerade gewesen, dass er raus muss. Es tut uns leid, es ist gerade wirklich extrem verwirrend und es wird nichts durchgesagt und das Spiel geht immer noch nicht weiter. Also, aber jetzt geht es weiter. Einwurf in unseren Strafraum. André Becker klärt den Ball. Sehr, sehr gut. Jetzt erstmal Ball wieder in unseren Strafraum. Richtung 16er. Und da ist Brumm aber mit der Hand am Ball. Da muss er doch abpfeifen, der Schiedsrichter. Das war doch, ja, wollte gerade sagen. Ja. Hand von Brumme. Und gleich wird die Partie hier hoffentlich durch sein. Ja. Wird den Freistoß geben. Ben Voll wird es machen. Wir sind jetzt hier schon ordentlich über der Nachspielzeit, aber das war auch gerade wirklich eine sehr, sehr knifflige Situation. Ja, leider mit 2 roten Karten, was sehr, 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 sehr bitter ist. Aber Ben Voll ist erstmal mit dem Abschlag weit in die Wiesbaden Hälfte. Das ist André Becker allein auf weiter Flur, kann den Ball nicht erreichen. Komm, das ist nochmal ein Kopfballduell mit Jakobsen ist das. Und das nochmal Sagiri, legt den Ball auf rechts raus zu Heister. Der weiter zu Marcel Risse. Hält den Ball da. Hält den Ball und weiter zu Flo Heister. Der nochmal zu. Ja, das. Ja, komm, Luca! Das ist Luca Marcello, der wird doch gehalten, aber der muss auch weiterlaufen. Hat er zu sehr spekuliert, den Freistoß zu kriegen. Ja, und kriegt jetzt nicht mal einen Einwurf und wird wahrscheinlich gleich gelb kriegen, wenn er sich weiterhin so aufregt. Also, das ist einfach nur unglücklich, wie das hier gerade läuft. Jetzt läuft der Schiedsrichter da wieder rüber und gibt jetzt gelb für. Ach, für den Spieler. Ich glaube, jetzt war es Simon Handel. Lese bitte später alles im Kicker durch. Wir können euch jetzt gerade nicht alles sagen, weil man nicht immer sieht, wer es war. Es könnte auch Mike Wunderlich gewesen sein. Keine Ahnung. Jetzt erstmal die Wiesbadener. Mit einem langen Schlag. Hier wird angezeigt, gelb gegen Heister. Gut, kann sein. Fritz köpft ihn raus. Carstens mit der Brust. Das Spiel läuft immer noch weiter. Und Sontheimer haut den Ball raus. Und damit ist Schluss hier in Wiesbaden. Die Viktoria holt den ersten Punkt im neuen Kalenderjahr. 1:1 endet die Partie zwischen dem SVW in Wiesbaden und Viktoria Köln. Es hat getroffen für die Viktoria Simon Strehle und damit den ersten Punkt des Jahres, wie gesagt, gesichert. Genau. Über den Sieg hätten wir uns deutlich mehr gefreut, aber am Ende wurde es so knapp. Wir sind wieder eingebrochen, etwa 20 Minuten vor Spielende und können uns glücklich schätzen, hier einen Punkt mitzunehmen. Es war eine klare Leistungssteigerung zu erkennen. Da muss man die Jungs auch mal loben. So viel Kritik, wie sie auch zu Recht haben, einstecken müssen. Heute war das über weite Strecken eine gute Partie. Haben es leider nicht halten können. Aber gerade Spieler heute wie Simon Stehle, unfassbar stark. Auch die Innenverteidigung, ja, was da Gregor und Fritz und Co. rausgehauen haben. Wirklich unglaublich. Darauf kann man aufbauen. Ja, und natürlich muss man sagen, am Ende steht nach 4 Spielen immer noch erst 1 Punkt in diesem Jahr. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir haben heute beim Tabellenzweiten gespielt. Die verlieren auch das erste Mal Punkte dann jetzt in diesem Jahr. Der Schiedsrichter, glaube ich, eine größere Rolle dann am Ende eingenommen, als es uns lieb gewesen wäre. Ich glaube, die Rudelbildung am Ende war unnötig. Egal, wodurch das jetzt bedingt war und wodurch auch vielleicht nicht. Der Schiedsrichter geht jetzt vor uns hier in den Kabinentrakt. Erstmal
Vielen, vielen Dank, dass ihr alle noch mit dabei geblieben seid, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wir sind am nächsten Montag wieder für euch da beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen. 19 Uhr ist der Anpfiff bei uns im Sportpark Kühnberg. Entweder kommt gerne vorbei, victoria-tickets.de, da findet ihr alles, oder kommt in die Geschäftsstelle zwischen Dienstag und Freitag. 14 bis 17 Uhr haben wir da geöffnet, da könnt ihr euch auch eure Tickets sichern, unter anderem auch für die Auswärtspartie im Pokal gegen Alemannia Aachen am Aschermittwoch. Henrik, ich sage dir vielen, vielen Dank. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht heute. Schön, dass ihr dabei wart, und bis demnächst. Ciao, ciao.